Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Special. Beim letzten Mal haben wir uns gesehen zu Weihnachten. Diesmal ist es kurz vor Silvester. Ja. Und ich bin nicht allein. Was? Und ich bin nicht alleine, sage ich. Ach, du bist nicht alleine? Na, wer Natürlich könnte denn nicht. Da sonst noch dabei sein? Ja, ich gebe einen Tipp, schaut mal auf die Kanalbeschreibung. Ja, und los geht's. Wir haben heute eine kleine Radtour für euch vorbereitet, die einfach mal so ins Blaue hineingefahren wird und irgendwas macht der liebe Charlie da und kommt nicht hinterher. Ich habe nur geschaut, wie die Passanten da und wie du auf die... Es geht schon wieder. Es ist furchtbar. Was machst du denn da? Guck mal, wie gut das funktioniert hier. Guck mal, da zeigst du sogar einen Helm extra. Ich bin hängen geblieben. Warum ist dein Helm eigentlich... Ja, das ist auch sicherer mit dem Helm. Mittlerweile lila. Lila Helm. Ja, ich habe einen passenden Motocross-Helm immer auf dem Weg da. blöderweise kenne ich jetzt den Weg und ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter vom Mikrofon weg. Was machst du da halt? Der arme Mann. Guck mal, der arme Mann. Die kann sich einfach ich so versuche dir einfach nur zu folgen hier. Wir wollen ja eine lauschige kleine Radtour machen. Ja, wir haben natürlich auch einiges an Themen vorbereitet. Aber erstmal. Ja, ganz genau. Beim letzten Mal ging es natürlich um Weihnachten der Zeit entsprechend. Und diesmal haben wir gedacht, wir lassen mal das Jahr so ein bisschen Revue passieren und erzählen mal, was so unsere Highlights waren. Das ist zumindest der Plan. Was machst du da? Was mach ich? Du hast mich doch die ganze Zeit geschubst, nach vorne getrieben. Wie gut, dass ich aber dann vom Rad falle, weil ich hier irgendwie an der Mauer hängen bleibe. Ich muss dafür, dass du mich so wegschubst. Da schon wieder. Geh mal weg da. So, ich würde sagen, wir nehmen mal diesen Weg hier rauf, obwohl es jetzt aussieht wie eine Sackgasse. Lala. Hallo, wir besuchen mal unsere gut betuchten Freunde. Ja, ja. Hallo. Hallo. Wir haben zwar kein tolles Auto, aber sieht mal, wie sie aber ihrem Handy telefoniert. Die Leute von heute, nicht so viel Handy. Oh, sie hat Geld fallen lassen. Das nehme ich mir. Ja, die auch. Ja, aber diese Laste mit so, dem Handy. So, können wir hier wieder raus? Wir können hier wieder raus. Guck mal. Wie, du kommst nicht mehr raus? Warum bist du hier vorne? Hallo? Wie gut, dass ich schon wieder ein blaues Auge habe. Wahrscheinlich von der Mauer, gegen die du mich gedrängt hast. Wo du mich geschubst hast, da möchte ich nochmal dran erinnern. Wir können ja mal ein bisschen Alle golfen gehen. Alle haben gesehen, dass ich unschuldig bin. Ach nee, das ist gar nicht der Golf, das ist der Friedhof. Ich freue mich ein bisschen über den Friedhof. Wir sind andächtig, die Toten, Oder auch nicht, weil du nicht reinkommst. Warum bist du zu? Andächtig den Toten denken. Oh, da kommt ein Polizeiauto, da bin ich hier nicht lang. Andächtig den Toten denken. Aber ich komme auf den Friedhof. Pass auf, ich bin auf dem Friedhof. Hallo. Ah, wir sind auch fast auf dem Weg, wo ich eigentlich lang fahren wollte. Guck mal, hier ist ein Tümpel. So. Ich fahre mal auf diese andere Seite hier. Über die Brücke. Wo bist du denn? Schön über die Brücke. Huch, ich bin an der Brücke vorbeigefahren. So, hier ist ein schönes kleines Grab. Hallo. Kann man sich eigentlich auf die Bank setzen? Haben wir das schon mal gemacht? Hallo. Ich glaube, das haben wir noch nie versucht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das nicht funktioniert. Das funktioniert nicht. Warum darfst du dich hinsetzen und wir nicht? Das finde ich ungerecht. Würde mich... Ich glaube, das war der Falsche. Allerdings war das der Falsche. So, geh mal in den Teich rein. So. So viel zu den Silvesterfreunden. So viel dazu, dass wir besinnlich durch die Gegend fahren wollten. Warum besinnlich? Wir haben nämlich Weihnachten. Wir wollen die Sau rauslassen. Buddy! Buddy, ja! Aber Weihnachten ist so lang noch nicht her. Oh, ich falle ins Wasser. Nein! Ich bin auch schon im Wasser. Wie komme ich wieder hier raus? Gar nicht wahrscheinlich. Doch, hier vorne. Ich mache ein bisschen Radar da auf dem... Auf dem Friedhof ist ja gar nicht ketzerig. Friedhof, ja, wir können uns richtig benehmen. Wir sind die netten Leute auf dem Friedhof. Yo. So, wo geht's denn lang? Du kennst doch den Weg, ne? Ja, wir müssen wieder vom Friedhof natürlich runter. Und dazu machen wir einen kleinen Sprung über die Hecke. Und ab durch die Hecke. Autsch. Oder war so klar, dass es bei mir nicht funktioniert. Besser gesagt, ab in die Hecke. So könnte man es zumindest auch nennen. Du, wir müssen, glaube ich, den Hügel hoch, sonst kommen wir da nicht raus. Ja, wir müssen auch mal das Thema.
unser Thema. Ja, ich habe ja gerade schon mal angesetzt und versucht zu sagen, worum es heute gehen soll. Aber du spielst hier wieder Kegeln mit den Passanten. Ja, wenn die mir im Weg rumstehen. NPC-Bowling! Alle Neune! Yay! Yeah, und ach, da geht's hoch? Warte ja, mal. Natürlich. Leute, den habe ich eben beim Rundflug hier schon gesehen. Du hast nämlich den Weg ein bisschen ausgekundschaftet, den wir heute nehmen wollen hier. Da warten wir mal ein bisschen auf den unsere kleine Spazierfahrt. So, weiter geht's hier rauf. Ja, unser Thema Highlights des letzten Jahres. Sowohl privat als auch Gaming, als auch, ja, was heißt privat? Wie nennt es mal hobbymäßig? Ja, die Highlights des kommenden Jahres vielleicht ein bisschen. Und man geht das in die Daumen, wenn man hier raufradelt. Mann. Aber genau, schön, einfach mal Sonne das alte Jahr Revue passieren lassen. Es ist ja noch nicht vorbei. Wenn ihr diese Folge seht, dann haben wir ja gerade den 31. Ja, außer natürlich. Das heißt, das alte Jahr ist noch nicht ganz vorbei. Außer sieht es natürlich einen Tag später, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Dann ist das alte Jahr schon vorbei. So, dieser Blick auf die untergehende Sonne, ist das nicht schön? Ja, da geht das Jahr 2013 hin. Ich sag nur, tschö! Genau, wie dieser Tag zu Ende geht, geht auch das Jahr zu Ende. Und es war, wie ich finde, ein sehr kurzes Jahr. Ich habe das Gefühl, es ist wahnsinnig schnell vorbeigegangen. Ja, also ich hatte das Gefühl, es ging 365 Tage lang. Natürlich, so wie die meisten anderen Jahre auch, aber so gefühlsmäßig war es einfach noch sehr schnell. Ja gut, bei mir ist auch viel passiert. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hätten gerade erst Anfang des Jahres gehabt und dann war auf einmal Weihnachten da und jetzt haben wir schon Silvester und Neujahr. Ging alles sehr schnell. Geht's denn hier lang? Guck mal einer an. Ja, und du hast gesagt, du hast den Weg ausgekundschaftet? Ja, bis hierhin. Ach so. Das heißt, du weißt nicht, wohin dieser Weg uns bringt, ja? Nein, ich habe so eine Ahnung, wo wir sind. Warum habe ich gerade Erfahrung bekommen? Das weiß fürs Treppenfahren oder was? Warum falle ich denn von meinem Fahrrad immer, wenn du mich schubst? Das ist unfair. Warum fährst du auch hinter mich? Komm, wir gucken uns mal das Gebäude hier an. Steigen wir mal ab. Du willst dir das zu Fuß anschauen? Lalala, Ich finde, ohne Fahrrad kann man hier gerade ein bisschen besser sich umschauen. Findest du? Es geht doch, man muss ja nicht so schnell fahren, man kann ja auch langsam fahren. Oh, geht's noch weiter rauf. Schau mal, man kann nämlich hier weiter hoch. Vielleicht kann man dann von da oben einen schönen Ausblick. Schubs er nicht weg. Kommt natürlich genau richtig hier hoch. Stylisch, wie. Vielleicht kommen wir auch hier wieder runter. Hast du noch einen Fallschirm dabei? Ein Fallschirm habe ich garantiert, ja. Oh, sieht man, wenn das der Schein. Guck mal, was man hier für einen Ausblick hat. Ist ja herrlich. Ja, auf die Stadt und aufs Meer, auf meine Wohnung da hinten. Schön. Könnt ihr quasi direkt reinfahren, reinschauen. Wo ist denn der? Wie läuft denn das schon wieder hin? Warum ziehst du den Helm jetzt an, bitte? Hä, wie bist du denn das da? Ach, du bist hier drüber gekommen. Okay. Du hast die Kopfgeldjagd überlebt. Yay, herzlichen Glückwunsch. Gerade eben noch angesprochen. Das ist ein wahnsinnig hohe Kopfgeld, genau. Ich glaube, ich kann ja nicht drüber fahren. Das ist ja schade. Kletterst du jetzt bitte? Ja, du musst dann tatsächlich drüber klettern. Da vorne gedacht, kann man aufs Meer schauen und auf die untergehende Sonne. Ich habe gedacht, das klappt vielleicht auch mit dem Fahrrad. Schau mal, was man hier für einen schönen Ausblick hat da unten. Ach, da gibt's ein Labyrinth. Wie geil. Schau mal. Ja, das sieht doch aus, als müssten wir da mal mit dem Fahrrad hinfahren. Läuft einer drin rum? Guck mal, da sitzen wir so. Ich kann mich dran erinnern, dass ich da unten mal ein Deathmatch gespielt habe. Im Labyrinth. Ich habe hier nur, einfach nur so von mir aus quasi noch nie wieder hingefunden. Ich kannte die Location nicht. Schön. Das schön Kochzentrum. Waren wir da nicht sogar zusammen mal? Kann ich eigentlich Leute auf dem Strand sehen? Nö. Aber da fährt ein das Auto. Kann sogar sein, dass wir in einer unserer ersten gemeinsamen Folgen da mal zusammen drin waren, ja? Hallo? Ich war da auf jeden Fall schon mehrfach drin. Sehr schön hier. So, dann gehe ich mal zurück zu meinem Fahrrad. Oder geht's noch weiter? Da geht's noch weiter. Aber ich glaube, hier geht's erstmal nur noch. Ah, hier geht's erstmal noch da vorne, geht's noch weiter. Hier ist übrigens dieser komische. Ach nee, das ist gar nicht der Würfel. Ein Sternchen oder ein Atom, wie es ausschaut. Ich glaube, das ist das Wissenschaftszentrum. Ach, schau mal, hier kommt man runter zum. Wollen wir mal zum Labyrinth runter? Ich würde da am liebsten mit dem Fahrrad hin, wenn das geht. Warte mal gerade. Ja, dann muss ich wieder zurückkommen, denn mein Fahrrad steht ja noch ganz woanders. Das ist natürlich die Frage, wie komme ich hier am besten mit dem Fahrrad über diese Box, über das Ding hier drüber? Oder kann wahrscheinlich gar nicht, da müssen wir irgendwie unten lang fahren, ne?
Ja, das geht bestimmt auch. Ratter, 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 ratter. Ratter, 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 ratter. Und nochmal ratter, ratter. Oh. Schön, berg runter. So. Jetzt wüsste ich natürlich gern, wo habe ich mein Fahrrad stehen lassen? Da hinten irgendwo. Aua. Ja, so kann man natürlich auch versuchen, drüber zu kommen, aber es hat nicht. Oh, verdammt. Und gibt's eine Chance oder müssen wir wieder ganz runter? Also ich bin jetzt auf dem Weg nach ganz unten, allerdings habe ich ein kleines Problem. Wo bist du denn da? Ah, ja, jetzt geht's wieder. Okay, alles in Ordnung. Ja, ich musste gerade versuchen, irgendwie bei mein Fahrrad umzugehen. Das stand auf dem Kopf und da konnte ich nicht draufsteigen. Also ich bin jetzt hier unten bei dem Atom. Auf zum Atem. Ihr Kinder des Atoms. Aua. Warum ist hier so eine eklige Ecke? Warum ist da ein Flugzeug eingezeichnet? Warum fahre ich gegen die Wand? Was ist das für ein Flugzeug? Ach, das ist aber cool hier. Hast du hier unten das Wasser gesehen? Was da? Warte, ich komme gleich mal gucken. Ich will nur wissen, diesen Wasserlauf hier oben. Sieht schön aus. Wasserlauf? Na hier, genau in der Mitte. Da läuft so Wasser runter. Ach wo? Ach, das hier, da läuft Wasser rein. Kann ich hier schwimmen? Hallo. Nee, ich glaube, dafür ist es nicht tief genug. Ist nur eine Pfütze. So, ich glaube, wir müssen hier durch. Sieht ganz schön aus. Da durch, okay. Ja, müssen wir gucken. Dann fahren wir mal da durch. Wie wir hier wieder rauskommen. Hier links ist das Labyrinth. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier am Labyrinth. Guck mal, hier links von mir. Ja, ich weiß, ich habe es gesehen. Ich bin jetzt drin. Wir werden hier nie wieder rauskommen. Mit dem Fahrrad da rein. Wir werden es nie wieder finden, wenn wir einmal absteigen. Kennt ihr eigentlich? Oh Gott, ich halte das für keine gute Idee. Ich auch nicht. Ich glaube, wir gehen zu Fuß hier rein. Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht, wie du schon sagtest. Nee, ich wollte gerade eben den Trick erleuchten, aber das mache ich, wenn ich hier mal abgestiegen bin. Den Trick in einem Labyrinth? Ja, es gibt einen super einfachen Trick, der ist gar nicht mal so schwer. Ach, ich muss übrigens gerade nochmal klug scheißern. Ja. Das hier ist nämlich kein Labyrinth, das hier ist ein Irrgarten. Kennst du den Unterschied? Halt eben ein Irrgarten. Nein, aber du erzählst mir bestimmt gerade. Allerdings, ich will ja klug scheißern. Und zwar in einem Labyrinth gibt es nur einen einzigen Weg. Der ist halt gewunden und führt aber auf jeden Fall zum Ziel. Und im Irrgarten, da gibt es verschiedene Wege und Sackgassen. Aha. Warum ist ein Labyrinth dann ein Labyrinth, wenn er so ein Ziel hat? Ein Irrgarten hat ja auch ein Ziel, aber im Labyrinth gibt es halt eben nur einen Weg. Das ist der Unterschied, der einzige Unterschied daran. Okay. Das ist ja sehr interessant. Ja. Ich meine, wenn es doch nur einen Weg gibt, dann gibt es auch keine Abzweigung. Das stimmt. Oh, ich bin in einer Sackgasse. Kann man hier nur folgen. Ja, übrigens zum Trick, wie man hier durchkommt, das funktioniert natürlich auch bei einem Irrgarten. Denn man geht einfach immer bei Abzweigung in die eine und dieselbe Richtung. Auch wenn man hier offenkundig, wie man es auf der Kachel sieht, irgendwo in die Ecken reinläuft. Genau. Das sehen wir natürlich jetzt auf der Kachel, deswegen bräuchten wir hier einfach nicht reinlaufen. Aber um das Prinzip mal zu erklären, einfach immer rechts vorbeilaufen oder halt links, wenn ihr gerne links vorbeilaufen möchtet. Und es dauert zwar vielleicht länger, als die Karte einfach mal so raufzuklappen. Das stimmt. Hallo? Ich habe wieder rausgefunden, glaube ich. Obwohl, ja, ich habe hier eine Treppe nach draußen. Ja, ich kann natürlich auch abkürzen. Lalalala. Man kann natürlich auch abkürzen. Die Leute einfach auf den Kopf. Hallo? Hallo Opa. So, und genau wie in einem Irrgarten auch, hat natürlich auch das Jahr 2013 ganz viele unterschiedliche Wege angeboten, um mal wieder die Kurve zu kriegen. Unterschiedliche Wege, ja, von unserem Thema, das wir bis jetzt noch nicht einmal richtig angekratzt haben. Was haben wir denn hier? Ganz genau. Wohl deine Magst Kunst. Du vielleicht mal mit einem von deinen Highlights aus dem Jahr 2013 anfangen? Wir haben das ja ganze Jahr so ein bisschen unterteilt in, ja, also private Sachen oder Sachen, die wir einfach unternommen haben, die uns vielleicht besonders viel Spaß gemacht haben. Und natürlich ins Thema Gaming. Klar, warum auch nicht? Wir sind ja Gamer. Richtig, ich wollte gerade sagen, wir sind halt nun mal Gamer und Gamer sind und bleiben Gamer und sprechen halt eben über Games. Ganz genau, deswegen magst du vielleicht mal mit einem deiner Gaming-Highlights aus diesem Jahr anfangen. Meine Gaming-Highlights, okay. Tja, eines meiner absoluten Gaming-Highlights ist gar nicht mal so lange her, dass es erschienen ist, nämlich The Last of Us. Was sagst du denn zu The Last of Us? Oh ja, großartiges Spiel. Ich habe es ja selber auch sehr gefeiert. Wenn auch leider immer noch nicht durchgespielt. Ich hoffe, ich finde mal ein bisschen Zeit, um das Spiel mal zu vollenden. Du hast ja sogar ein Let's Play dazu rausgehauen, was dir so gut gefallen hat. Ich habe ein Let's Play dazu rausgehauen, ja.
ganz genau. Da habe ich ja auch am Anfang noch ein bisschen geguckt, bis mir auch da wieder die Zeit gefehlt hat. Aber ja, du hast recht, war ein super Spiel und auch eins von meinen Highlights dieses Jahr. Auf jeden Fall. Ja, eine wunderschöne Geschichte, vor allem zwischen zwei sehr interessanten Helden. Wobei ich tatsächlich sagen muss, dass mir Joel da wahnsinnig gut gefallen hat. Ein Charakter, der wahnsinnig lebendig und wahnsinnig nah wirkt. Warum fahre ich hier gegen die Wand? Weil ich gleichzeitig quatsche und fahre. Vielleicht. Ja, ja, gut. Multitasking und so. Du kennst das doch. Und fahr mal rückwärts, danke. Und ja, man kann ihn halt immer nachvollziehen. Vor allem auch wegen dem ziemlich krassen Anfang, wie ich finde. Ja, der Anfang, alles der sehr hat schön echt, einleitet. Was mache ich hier? Ich mache jetzt dann. Der Anfang war wirklich unheimlich intensiv. Also der hat einen richtig in das Spiel und die Atmosphäre reingezogen. Also Naughty Dog versteht das ja sowieso, großartige Charaktere zu inszenieren und dann auch großartige Geschichten zu erzählen. Das hat mit Nathan Drake ja schon super funktioniert in Uncharted. Das hat schon vor Nathan Drake gut funktioniert. Na gut, da von guten Charakteren kann man dabei Crash Bandicoot vielleicht nicht brechen, aber es war zumindest eine großartige Serie, die auch einiges anders gemacht hat als andere Serien vor ihm. Ja, das stimmt allerdings. Ich lasse dich mal gerade wieder vor, denn du kennst den Weg. Ja. Scheinbar oder auch nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte noch ein bisschen abkürzen, weil, warte mal gerade, ich komme mal gerade auf die Karte. Ein guter Mensch ist natürlich ein Kartenfreund. Ich habe das Gefühl, hier vorne sieht es ganz gut aus, aber wir fahren in die falsche Richtung. Hä? Wie kommst du da? Hä? Was machst du? Man kommt da nicht drüber, oder? Nee, ich habe versucht, aber es hat nicht funktioniert. Aber ich glaube, ich wollte gar nicht hier runterstürzen. Verdammt. Wo ist denn jetzt schon der Hintergrund? Da vorne sieht es aus, als könnte man, als wäre die Leitplanke zu Ende, als könnte man auf die Straße. Ja, genau, schau mal hier. Ja, ich bin ja schon vor dir. Ach, du kürzt wieder ab? Ja, wir haben den falschen Schlenker genommen. Aber ist ja nicht schlimm. Ja, da haben wir schon mal ein Highlight genannt mit The Last of Us. Eine wunderbare, tolle Geschichte von Verlust, von Trauer, von Hass, von eigentlich voll allem. Voll Verrat, voll keine Vertrauen, voll viel Vertrauen. Eigentlich alles. Ich wollte sagen, aber es überwiegen ja eigentlich nicht die ganzen schlechten Emotionen, sondern es geht ja auch um Liebe und Fürsorge und darum, auf jemand anderen aufzupassen und sich zu vertrauen. Genau. Denn die beiden Hauptcharaktere bauen ja doch im Laufe des Spiels auch eine Beziehung zueinander auf. Eine ganz besondere, wie ich finde. Ja, eine sehr interessante Vater-Tochter-Beziehung. Was natürlich auch nochmal intensiv wird, wenn man beziehungsweise den Anfang da nochmal vor Augen sich nimmt. Ganz genau. Das ist so ein Weg sein, das ist ein Fluss? Ja, so ein kleiner Bachlauf, ne? Ja. Das sind oben wenigstens, da fahren wir ein bisschen Bachlauf entlang. Ist das hier ein Weg? Nö, das ist auch ein Bachlauf. Warum sieht denn der Bachlauf aus der Karte genauso aus wie ein Weg? Das kann ich dir auch nicht sagen. Der GTA-Kartograf war einfach nicht so der Beste auf seinem Gebiet, verstehst du? Der macht halt dieselben Farben für alles. Dann, hier gibt's eh doch... Oh, verdammt. Hier vorne, da müssen wir mal rein, weil ich glaube, da sind die Weinberge. Oder zumindest Weinberge. Ehrlich, wo bist du gelandet? Wo bin ich hier oben? Im Fluss. Warte, nicht da reinfahren. Der wird tiefer und da ist ein Wasserfall. Warum will ich meinen Wasserfall unterspringen? Habe ich schon versucht, gerade wenn auch unfreiwillig. Ist keine gute Idee. Yay. Ich bringe ihn jetzt runter. Komm, ein bisschen Action müssen wir haben. Achso, ja, zu Fuß. Warte, dann komme ich mit. So. Aber wo wir gerade von großen Emotionen gesprochen haben, eins von meinen persönlichen Highlights dieses Jahr war ja auch noch das Reboot von Tomb Raider. Oh ja, Tomb Raider mit einer sehr spitze. Völlig neuen Lara Croft. War auch mein ganz persönliches Highlight dieses Jahr. Weinerliche Jahre, wie viele sagen, aber ich fand das gar nicht mal so schlimm. Ja, allerdings, es hat ganz schön Kritik einstecken müssen. Natürlich aus absolut nachvollziehbaren Gründen. Also es wurde ja die Geschichte der jungen Lara Croft erzählt, also wie sie überhaupt zu ihrem großen Hobby, ja, Hobby kann man ja eigentlich gar nicht sagen, aber wie sie zur Archäologie zugekommen ist und was so ihr erstes Abenteuer war. Und dass sie halt nicht von Anfang an so eine schießwütige Amazone war, sondern dass sie auch erstmal das alles lernen und sich aneignen musste. Und darum geht es eigentlich in dieser Geschichte. Genau. Und kritisiert wurde, dass diese Wandlung halt sehr schnell und ein bisschen unlogisch
aufgebaut war. Genau, vor allem, weil sie im einen Moment die ganzen Leute abballert und im nächsten wie ein Schlosshund anfängt loszuheulen. Das war für viele ein bisschen zu viel. Ich kann die Kritik absolut verstehen. Genau. Das ist natürlich, das kann man nicht leugnen, aber es ist trotzdem gelungen, da einen unglaublich menschlichen Charakter quasi zu kreieren, bei dem man wirklich mitfühlt. Ne? Mir ist das, um ehrlich zu sein, gar nicht mal so prekär und aufgefallen, dass der Wild da wohl so stark sein soll. Ach, guck mal hier, ein Totemfall. Die habe ich gerade auch gesehen, sehr cool. Das ist bestimmt wieder eine Anspielung auf irgendwas. Das könnte gut sein. Einige von euch kennen oder wissen vielleicht, was das hier ist. Kannst du ja mal neben mich stellen. Komm mal hier hin. Stell dich mal hier so ein bisschen. Noch ein bisschen drehen. Du musst schon in die Kamera gucken, da wo ich auch hingucke. Ich versuch's. So, das ist fast perfekt. Ja, wunderbar. Ein Foto gemacht. So schnell geht das. Ich brauche nicht mal die Kamera dazu. So, hier ist noch ein Wasserfall. Guck mal, wie cool. Ja, ich habe den schon gesehen hier vorne. Guck mal, wenn wir mit dem Auto gefahren, würden wir das hier sowas niemals sehen. Da steht sogar ein Auto vorbei. Wir haben übrigens Silvester, wisst ihr ja. Deswegen brauchen wir natürlich auch ein bisschen Deswegen Feuerwerk. Deswegen machst du ein bisschen Feuerwerk und ich gehe mal ein bisschen auf Abstand. Feuerwerk, ihr wisst das Feuerwerk! Ja. Juhu! Und Tomb Raider wirklich ein sehr tolles Spiel. Es gab da aber eigentlich nur eine Szene, wo ich das ein bisschen krass fand, weil da wirkte sie schon ein bisschen wie ein kleiner Rambo, nämlich da, wo sie ihren Granatenwerfer bekommt. Ja, allerdings, das stimmt. Das stimmt. Gut, man kann, wie gesagt, die Kritik ist berechtigt. Man kann da natürlich kritisieren, das Spiel. Ich fand es trotzdem sehr gelungen. Ich fand die neue Lara Croft sehr cool. Vor allen Dingen sehr menschlich. Das hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen war das eins meiner Highlights dieses Jahr. Absolut. Ein wunderschönes Spiel, das auch schon recht früh im Jahr kommt. Und nächstes Jahr kommt es ja sogar für die Next-Gen-Konsole als neue Fassung. Ich bin ganz tot. Genau so ist es. Und warum das denn? Ich wurde gerade überfahren. Oh nein. Ich habe schlimme Befürchtungen. Wo ist denn dein Fahrrad? Ah, es ist weg. Ich sagte, ich habe schlimme Befürchtungen. Warum ist das denn weg? Warum liegt das hier nicht mehr? Es wurde beschlagnahmt. Ernsthaft? Ernsthaft? Ernsthaft. Ja, leider ernsthaft. Oh nein, ist doch nicht wahr. Jetzt kann ich dich noch nicht mal abholen. Warte mal gerade. Ich muss versuchen, meinen Mechaniker zu suchen. Vielleicht kann er mehr als... Ach, das ist ja doof. Ansonsten müssen wir die Fahrt halt gleich in einem Auto fortsetzen. Und man kann sich kein... Man kann sich kein Fahrrad rufen lassen. Das ist schade. Möchtest du dich dann dein Motorrad hier rufen lassen? Jetzt sind wir doch bei den Motorrädern. Jetzt sind wir doch bei den Motorrädern, die ich mir vorhin schon gewünscht habe, bei der Vorbereitung zu dieser Folge. Das heißt, ich werde auch kurz meinen Mechaniker kontaktieren. Hallo Mechaniker. Hallo. Apropos Mechaniker. Bist du teuer? So, Mechaniker, bring mir doch mal bitte, wo ist denn mein Motorrad? Hallo, Motorrad? Übrigens nie mit kurzer Hose und T-Shirt Motorrad fahren, das ist nicht gut. Ich bin übrigens zu nah an meinem gegenwärtigen Fahrzeug, das heißt, ich muss mal gerade ein bisschen auf Abstand gehen vom Fahrrad. Ich kann das auch kaputt machen. Ich möchte nicht, dass du das kaputt machst. Ich glaube, das hilft doch nicht. Ich laufe mal gerade hier den Weinberg ein bisschen hoch. Du kannst auch aufsteigen und ich nehme dich ein Stück mit. Dann nehme ich doch mal gerade bitte ein Stück mit. Oder versuchen wir ein anderes Spiel, was wir, glaube ich, beide dieses Jahr auch sehr gefeiert haben, war Bioshock Infinite. Das ist ja auch dieses Jahr erschienen. Oh ja, das Mindfuck in Form eines Spiels. Ja, absolut. Ich rutsche hier runter, also. Mach nix, ich bin trotzdem aufgestiegen, während du runtergerutscht bist. Also ich schaue jetzt mal gerade ein bisschen die Weinberge an. Kann ich eigentlich zwischenfahren? Tatsache. Ja, Bioshock, die Geschichte rund um Booker DeWitt und Elizabeth. Ganz genau. Ja, auch, weiß ich nicht, eins der besten Spiele eigentlich, die ich nicht nur in diesem Jahr gespielt habe, sondern die ich überhaupt gespielt habe, so in Sachen Inszenierung und einfach epischen Ausmaßen, die in dieser Geschichte erzählt werden. Ja, absolut. Wahnsinnig viele Wendungen drin, die auch so vielleicht nicht unbedingt vorhersehbar waren, mit einem sehr interessanten Ende, was wir aber leider nicht erläutern können, um Spoiler nicht zu verhindern, oder beziehungsweise nicht... um es voll dazu verhindern und nicht, um sie nicht zu verhindern. So. In der Art. Ganz genau.
Genau, das Mindfuck in Form eines Spieles. Kann ich hier rein? Nö. Ja, wurde auch teilweise... Es wurde halt viel gelobt, es wurde auch teilweise kritisiert und... aber vor allem hat man darüber eine Sache ziemlich gut machen können, nämlich mit seinen Freunden tagelang über das Ende zu diskutieren. Und das muss erstmal ein Spiel schaffen. Das stimmt allerdings und ich bin immer noch zu nah an dem Fahrrad. Ich weiß nicht warum, dann steige ich gleich einfach wieder bei dir auf. Ist ja wurscht. Genau, was aber leider... Das heißt, du darfst uns durch die Gegend fahren. Was allerdings nicht so toll war an Bioshock, das muss man leider auch sagen, ist natürlich die Mechanik. Denn die ist schon ein gutes Stück veraltert. Das ja, okay, muss man das leider stimmt. So sagen. Ach, schauen wir mal hier vorbei. Also allgemein hat die Mechanik des Shooters ein bisschen Kritik einstecken müssen, weil sie eben nicht ganz auf der Höhe ist und sich nicht ganz so präzise steuert wie ein anderer Shooter. Aber das zählt für mich an der Stelle gar nicht. Ich bin sowieso jemand, der gar nicht so gerne Shooter spielt, wenn sie denn nicht in eine coole Kulisse oder eine tolle Story bieten. Und bei Bioshock zieht halt einfach die unglaubliche Geschichte, die da erzählt wird. Beziehungsweise in Bioshock 1 und im zweiten Teil ist es die Kulisse Rapture, die mich da so fasziniert hat, warum ich es gespielt habe. Und klar, die Wolkenstadt jetzt im dritten Teil in Infinite, die war auch großartig. Keine Absolut. Frage. Wobei ich natürlich sagen muss, dass mir... trotzdem Rapture einiges besser gefallen hat. Muss ich leider auch so sagen. Rapture hat mir auch besser gefallen als Columbia, auch wenn Columbia wirklich fantastisch ausgesehen hat. Also die Designer, die haben wirklich großartige Arbeit geleistet, um da eine super detaillierte und spannende Welt zu schaffen. Keine Frage. Genau, wenn wir schon vom Shooter sprechen, dann gab es dieses Jahr noch einen sehr interessanten Shooter. Kam der überhaupt dieses Jahr? Ich weiß es gar nicht mehr. Metro Last Light. Ja, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Da bist du dann der Experte. Das habe ich selber nicht gespielt und auch nicht viel von gesehen. Ja, Metro. Wo fährst du uns hin? Ich fahre hier über die, beziehungsweise auf die Straße am besten. Metro Last Light ist der Nachfolger natürlich von Metro. Wie der Name auch nicht unbedingt sagt, aber anders als der Vorgänger basiert er aber nicht mehr auf eines der Bücher. Weil der erste basiert ja auf das Buch Metro 2033, deswegen heißt das Spiel auch so. Aber der nächste Teil hat eine Geschichte bekommen, nur für sich selber, die ohne die Bücher existiert, aber natürlich auch vom entsprechenden Autor mitgeschrieben wurde. Wo die Geschichte von Artyom nochmal weitererzählt wird, das ist in den nächsten Büchern ja nicht so der Fall. Also generell wäre das auf jeden Fall ein Spiel, was mir auch wieder gefallen könnte, weil das Setting halt sehr cool ist. Ich stehe ja auf so Endzeit-Szenarien, deswegen habe ich ja auch The Last of Us so gern gespielt. Deswegen denke ich, dass mir das auch gut gefallen könnte, aber wie gesagt, bisher noch nicht dazu gekommen. Ich habe es auch nicht hier zu Hause, deswegen... Ja, das ist übrigens das lustige Spiel, in dem alle Sprachen einen Akzent haben, bis auf die russische, aber ist ja auch irgendwie logisch bei russischen Sprachen. Das war teilweise schon ein bisschen lustig, wie die Leute da anfangen, mit ihrem Akzent zu sprechen, obwohl man ja eigentlich davon ausgehen sollte, dass die über sich selber akzentfrei sprechen, aber es hat einen Atmosphärepunkt, den sie da haben wollten, der jetzt vielleicht nicht unbedingt hätte sein müssen, aber es ist natürlich ein tolles Spiel. Auch da könnt ihr natürlich gern mal in das Let's Play von Moscha reinschauen, ob euch das Spiel gefallen würde, wenn ihr es noch nicht kennt. Denn den ersten Teil, Metro 2033 heißt das, ne? Genau, 2033. Den hast du ja auch gespielt. Last Guide wird auch noch irgendwann mal folgen. Ja. Und dann auch ein bisschen im Schwierigkeitsgrad hochgerückt, nämlich direkt in dem sogenannten Jägermodus. Und das war falsch. Schande. Und Jägermodus ist halt ein ziemlich interessanter Modus für die Leute, die gern etwas schwerer spielen mögen, weil man verträgt viel weniger und man sieht seine Munition nicht mehr. Okay, ja, das klingt nach einer echten Herausforderung. Genau, das ist nämlich sehr interessant. Die Waffen, die haben meistens einmal gezielt, wo man direkt die Kugeln sehen kann. Da muss man ein bisschen mitzählen und aufpassen, dass man halt seine Munition nicht verballert. Das ist sehr interessant, vor allem wenn es gegen die Mutanten wird, dann wird es auch richtig schwierig. Das ist allgemein, glaube ich, ein Spiel, was mit einem sehr minimalen Hut auskommt, ne? Also so, man hat ja auch nur diese Uhr am Handgelenk, um zu schauen, wie lange die Atemmaske noch reicht. Ja, das ist halt im Jägermodus. So im normalen Modus siehst du schon deine Munition und auch wie viele Filter du noch hast. Wie lange du noch ungefähr brauchst. Aber das passt auch so ein bisschen zur Atmosphäre, dass das dann alles so minimalistisch ist und so ein bisschen runtergefahren wird. Dass man da so ein bisschen mehr drauf achten muss, einfach von sich aus. Genau, das ist ein Weg, das ist ein Weg. Wunderbar. Das ist ein Weg, ja. Dann nimm doch mal den hier. Ja, jetzt haben wir ganz viel über Spiele geredet, aber noch ganz kurz eine Frage. Warst du dieses Jahr auf der Gamescom? Ich war dieses Jahr auf der Gamescom, ja.
Allerdings wunderbar, ich habe es ja leider nicht geschafft. Das heißt, da könntest du vielleicht auch noch ganz kurz was zu sagen, wenn du magst. Tatsächlich habe ich mir gar nicht mal so viel von der Gamescom angeschaut, weil es halt einfach Gamescom-typisch total ein bisschen überfüllt war und man nicht wirklich überall rangehen kommen konnte. Ich habe mir halt ein bisschen die neuen Konsolen angeschaut, beziehungsweise eigentlich so die Xbox One, weil die PlayStation, da war so voll, da kam es überhaupt nicht so hin. Ja. Und bei der Xbox One haben es auch nur geschafft, den Controller ein bisschen anzuschauen. Aber ich habe ein Spiel anspielen können, auf das ich mich schon sehr freue nächstes Jahr. Nämlich der neue Teil von Castlevania Lords of Shadows. Das ist die Stadt, da wollte ich eigentlich nicht hin. Aber der Ausblick war gerade sehr schön. Ja, der Ausblick war sehr schön, wo es wieder darum geht, den guten Gabriel Belmont durch seine Geschichte weiter zu verfolgen, die ja auch sehr traurig geworden ist. Wo ich den ersten Teil meinte, ja auch Let's Play, wo ich wieder angefangen habe, das zu spielen, dass man auch an dem Mikrofon wahrscheinlich merkt, beziehungsweise in meiner Sprachqualität, die sich da doch ein bisschen gesteigert hat durch das neue Mikrofon und wie sehr landen gleich, so wird sie denn. Bin ich jetzt im Kreis gefahren? Moment. Das kann ich dir nicht genau sagen. Tatsächlich nicht. Da. Muss ich jetzt mitfahren, oder was? Kannst du dein Motorrad jetzt nicht rufen? Mal so als blöde Frage. Ja, das sollte ich jetzt gleich nochmal versuchen. Ich bringe uns nur gerade nochmal hier auf eine straßenähnliche Gegend. Wo sind die beiden? Zivilisation. So, warte, ich steig mal gerade ab. Und dann versuche ich nochmal mein Motorrad zu rufen. So, jetzt hatten wir schon wie gesagt, ich hab's leider nicht geschafft, aber ich denke, man kann dann auch die Gamescom auf jeden Fall zu einem der Highlights dieses Jahr zählen, denn das war eigentlich das erste Mal, dass die Spieler die neuen Konsolen alle mal austesten konnten. Genau, ja, zumindest hier im Deutschland natürlich. Der 3 wurden sie eigentlich nur so ein bisschen vorgestellt. Wo ja dieses große, interessante, kleine Mini-Battle zwischen Microsoft und Sony stattgefunden hat. Wer es vielleicht ein bisschen mitverfolgt hat, war ein bisschen interessant, war ein bisschen Backpfeife gegenüber Microsoft, die sich auch ein bisschen selber verschuldet haben. Wenn man das mal so sagen darf, mit Always On, Gebrauchtspielsperre und $500, wo dann Sony so ein bisschen gegengeschossen hat, gesagt hat, alles frei bei uns und kostet auch 100 Euro weniger. Da waren natürlich alle aus dem Häuschen. Ja, das stimmt. Wobei ich natürlich sagen muss, ich bin so einer, der ist eigentlich nicht so dahinter, ja, irgendwie jetzt zu sagen, die Konsole ist toll, die ist blöd und sowas. Ich mag eigentlich beide gerne. Wobei ich natürlich schon eher immer der Sony-Spieler war. Was aber doch daran liegt, dass ich seit der PS1 eigentlich schon immer eine PlayStation hatte. Ja, geht mir genauso. Also ich meine, ich habe zwar auch eine Xbox 360 hier und ich finde es auch furchtbar, sich da immer so anzufeinden. Ich meine, soll doch jeder auf der Konsole spielen, mit der am besten klarkommt, mit der am liebsten spielt. Ich finde das furchtbar, sich da immer so anzufeinden. Haben natürlich beide ihre Vorzüge, aber von der neuen Konsolengeneration habe ich mir jetzt tatsächlich nur die neue PlayStation ins Haus geholt. Ja, beim Anfang, das ist ein bisschen das Manko an der neuen Konsole, weil wirklich viele tolle Spiele gibt es eigentlich noch gar nicht. Exklusive schon mal gar nicht. Ich finde ein bisschen das schade. Stimmt allerdings. Aber nächstes Jahr stehen uns ja einige schöne Highlights ins Jahr. Aber bevor wir zu den Highlights des nächsten Jahres kommen, was die Spiele betrifft, haben wir noch ein, zwei Spiele zu den Highlights noch vergessen. Denn in letzter Zeit sind ja auch mindestens zwei tolle Spiele noch gekommen. Eins, was du sehr abgefeiert hast. Was bei mir auch als Let's Play kam, nämlich Beyond Two Souls. Oh ja, das stimmt. Großartiges Spiel. Wobei sich auch da die Geister wieder scheiden, ob es denn nun ein Spiel war, ob es ein Film war, ob es ein interaktiver Film war. Worüber man sich nicht streiten kann, ist, dass es eine großartige Geschichte erzählt und die von zwei wirklich fantastischen Schauspielern dargestellt wurden. Es waren nämlich William Dafoe und Ellen Page, die beiden Hauptcharaktere gespielt haben. Ja, aber die Leistung der beiden Schauspieler muss man wirklich nicht streiten. Wo man sich aber dann schon streiten kann, ist natürlich die Sinnhaftigkeit und der Story, die, wie ich finde, nicht zu Unrecht so viel Kritik abbekommen hat. Denn teilweise wirklich logisch ist sie nicht unbedingt, wenn man das mal so sagen darf. Wie sie da ein bisschen zusammengesetzt ist. Einen Moment fallen sie sich an, im anderen Moment sind sie ein inniges Liebespaar. Jetzt mal als zum Reihen zum Beispiel, wenn man sich die mal anschaut. Aber ja, wie gesagt, ist jedem ein Spiel der Spalte, das wurde häufig auch so genannt. Ja, ganz genau. Und am Anfang konnte ich damit auch wirklich nicht viel anfangen, bin ich ganz ehrlich. Das Anfang fand ich. Ja, ich habe dich ja fast so ein bisschen dazu gedrängt, dem Spiel eine Chance zu geben,
weil es mich so unglaublich begeistert hat und ich gesagt habe, du musst das einfach mal ausprobieren. Und am Ende hinaus... Und irgendwie ein bisschen gepackt hat es dich ja dann doch schon, als du ein bisschen weiter fortgeschritten in der Story warst. Mich, wie gesagt, mich haben die Schauspieler eigentlich gepackt. Also Ellen Page ist super. Die war ja auch schon in The Last of Us super, wo sie ja offiziell gar nicht mitgespielt hat. Wo sie das Aussehen ja offiziell geklaut haben, wenn man das mal so sagt. Und aber da war ja, wenn man den Leuten da glauben mag, die das behauptet haben, genau. Und ich bin auch ein absoluter Willem Dafoe-Fan. Weil ich also die beiden haben wirklich Großartiges geleistet. Die waren ja auch beide so im Grunde genommen noch nie sind die in Berührung gekommen mit dem Medium Videospiele. Da gibt es ja andere Schauspieler, die da schon weitaus mehr Erfahrung gemacht haben. Das ist nicht wahr. Denn Willem Dafoe war schon mal in einem Spiel drin. Es war kein tolles Spiel, aber er war in einem Spiel drin. was war das nochmal für eins? Ich hab's gerade nicht auf dem Schirm. James Bond Shadowfall oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie der Name vom Spiel ist. Kam damals die PlayStation 3 raus. PlayStation 2. Ein Third-Person-Shooter. Ja. Wo Willem Dafoe tatsächlich den Bösen gespielt hat. Zusammen mit Mia und wie heißt sie nochmal? Heidi Klum als Bond Girls. Wollte gerade sagen, schon Bad Girls. Aber als Bond Girls. Ernsthaft? Das hab ich ja so überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Warte mal, ich weiß nicht, wie es wirklich heißt. Ich muss mal gerade reinschauen. Wie hieß denn das? James Bond? Warte mal gerade. Ich bleib mir gerade ganz kurz stehen. Entschuldigung. Ja, wir sind super vorbereitet. Ich komme nochmal zurück. Darauf jetzt sprechen kam. Wir haben ja ein kleines bisschen Zeit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. James Bond. PS2 Game. Willem Dafoe. Da war sogar noch Pierce Brosnan James Bond. Everything or Nothing. Alles oder nichts heißt, tatsächlich. Everything or Nothing. Da gab es sogar einen Song dazu. Ja, okay. Das war Mia. Nee, ich glaube, das war nicht Mia, oder? Haben wir gerade. Da muss man gerade nachschauen. Oder war das gerade? Heidi Klum, ja. Judy Dench natürlich, wie immer. John Cleese war da noch. Du, da kam sogar mal der Beißer wieder zurück. Ah, okay. Mia Starling, also eine andere Mia, also mit Y. War schon also schon richtig, aber nicht unsere. Okay. Ich glaube, kennt ihr eigentlich? Ja, okay, das hatte ich gerade tatsächlich nicht im Kopf, dass er schon mal wir sind übrigens wieder in der Stadt. Mitgewirkt hat. Wir sind wieder in der Stadt, ja. Ich wollte gar nicht zur Stadt. Dann drehen wir wieder um. Ja, ich mach mal einen Punkt oben auf dem Berg, dass wir da mal wieder hinkommen. Ich wollte mal den anderen Berg hochfahren, fällt mir so gerade auf. Ja, das stimmt. So, dann fahren wir uns mal dahin. So, und natürlich nächstes Highlight von dieses Jahr, finde ich, sind wir auch gerade. Wie soll es anders sein? GTA 5, ein Spiel, ja, das irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts kann, fand ich zumindest. Wo wir anfangen, irgendwann kam die Meldung, jo, GTA 5 kommt. Nicht wirklich viel wurde gezeigt, nicht wirklich viel war bekannt und dann war es da. Und dann war es auf einmal da und dann auf einmal war aber auch die Werbung da. Das ging ja dann Schlag auf Schlag, dass auf einmal die ganzen Medien voll waren, dass Videos im Internet waren, dass Screenshots im Internet waren und alle Welt hat durchgedreht und sich unglaublich gefreut auf das neue GTA. Zu Recht, muss man ja sagen. Ja, dieses Mal wirklich zu Recht. Also da war der Hype nicht umsonst. Ja. Ich fand das schon ein bisschen krass, dass es dann plötzlich so schnell kam. Ich hab gedacht, kommt vielleicht erst nächstes Jahr oder sowas, weil wirklich noch nicht viel bekannt war. Es kam plötzlich raus, es gibt Raubüberfälle, es gibt einen Online-Modus geben, der war ja erst kurz vorm Release, kam das glaube ich erst raus. Genau. Sehr interessant. Haben sie auch wirklich ein bisschen ihre Marketingkampagne richtig gut fließen lassen, auch ihre Marketingstrategie, überdacht, wann sie was sagen. Weil das mit dem Echtgeld, das kam zum Beispiel erst raus, als das Spiel draußen war, wofür sich viele zu Recht, finde ich, auch aufgeregt haben. Ja, das stimmt. Und jetzt im Nachhinein finde ich, muss ich wieder auch ein bisschen drauf aufregen. Aua. Weil uns ist ja auch schon aufgefallen, dass das Geld wirklich ziemlich schnell verschwindet, die Munition ziemlich schnell verschwindet, wenn man stirbt. Was natürlich nicht so schön ist, weil man schon ein bisschen dazu gezwungen wird, sich Geld zu kaufen. Was ist ein bisschen schade. Ja, also muss man einfach sagen, GTA 5 ist so ein bisschen über jeden Zweifel erhaben. Da gibt es eigentlich wirklich nichts dran zu meckern. Das macht Spaß, das ist... nicht verbuggt, das läuft rund, das ist eine ganz saubere Sache, die Spaß macht, die einen lange an den Bildschirm fesselt und GTA Online ist natürlich auch ein Zeitfresser, macht viel Spaß, aber ist halt leider noch ein bisschen verbuggt. Weil man auch sagen muss, auch der Singleplayer-Modus, der hatte seine Bugs.
Ich bin zum Beispiel mal, habe ich leider nicht auf der Kamera drauf, glaube ich. Ich bin mal mit einem Auto, mit Michael im Auto losgefahren, wollte mir nur ein paar Klamotten kaufen für die neue Folge und ja, bin da auch so schön rumgefahren. Plötzlich aus dem Nichts poppt ein Auto aus, ich fliege weg, kilometerweit, mein Auto ist weg. Dafür ploppt dann neben mir ein anderes Auto auf, dem ein Reifen fehlt. Sehr schön, das Ganze. Okay. Also Bugs sind auch da drin. Klar, man muss sagen, Open-World-Spiele ohne Bugs ist wirklich schwierig, aber ich muss sagen, dafür ist es hier extrem wenig, das muss man schon sagen. Auch der Online-Modus, der läuft eigentlich am Anfang natürlich holpriger Start, wo man sagen, oder sich eigentlich immer fragt, warum die Leute das nach Diablo 3, nach SimCity 5 sogar, die Leute das so unterschätzen. Vor allem, wenn man ja weiß, wie viele Leute GTA 5 gekauft haben. Hier ist übrigens die Brücke, ja, die ich letztens meinte. Die Sleepy Hollow Brücke. Was ist da? Die Sleepy Hollow Brücke. Ah, ja, natürlich, natürlich, natürlich. Jetzt fehlt nur der kopflose Reiter. Ja, hier steht übrigens ein Quad. Ja, das stimmt. Ich bleibe aber auf dem Motorrad. Ja, wie gesagt, also für so eine offene Welt ist das wirklich top, muss man eigentlich sagen. Ja, das stimmt. Wobei ich mir also ich habe nie so schwerwiegende Bugs festgestellt, während ich GTA 5 gespielt habe, sonst würde ich nicht so vehement immer erzählen, ja, ist fehlerfrei, ist fehlerfrei. Ja, das mag aber dann ja auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein, dass da mal ein Bug auftaucht. Aber das zeigt ja eigentlich auch nur, wie selten die sind und ja, dass es eigentlich ein sauber programmiertes Spiel ist. Schwerwiegende Bugs gibt es natürlich. Man muss ja auch denken, irgendwo sind die 200 Millionen auf verschlungen. Ist nicht umsonst das teuerste Spiel der Welt. Oder der Geschichte, ja, glaube ich sogar. Sehr viel teurer als mancher in Hollywood produzierter Film. Genau, wobei man natürlich sagen muss, dass wahrscheinlich viel Geld am Ende auch in die Marketingkampagne reingeflossen ist. Ja, natürlich, das kann man nicht anders sagen. Aber es hat sich gelohnt. Rockstar hat halt unglaubliche Gewinne damit eingefahren, innerhalb von den ersten Tagen ja nur. Ja, das ist unglaublich. Und hat auch in der Hinsicht manchen Film geschlagen, indem es quasi auch, wenn man das in dem Kontext so sagen kann, wesentlich mehr Geld eingespielt hat als so ein Film, ne? Ich glaube, ja. Hat es nicht sogar Titanic geschlagen? Ich weiß nicht, also Titanic ist ja schon lange nicht mehr der beste Film aller Zeiten. Ich glaube, das wurde mittlerweile auch schon geschlagen. Ich weiß nicht, bei welchem Film. Ja, der wurde geschlagen von Avatar, glaube ich, von James Cameron. Avatar. Auf jeden Fall, ja. Also er hat eigentlich seinen eigenen Film geschlagen. Der hat sich selber quasi getoppt, ganz genau. Der Wanderer. Der einsame Wanderer. Hier gibt's noch mehr und Wanderer. Ich meine, GTA hätte das sogar nochmal getoppt, aber ich kann mich da jetzt auch gerade vertun. Ja, wobei das ja nicht schwierig ist. Also bei Spielen generell ist es, glaube ich, nicht mehr so schwierig, dass da sowas getoppt werden kann. Das stimmt. Obwohl sie eigentlich stagnieren, sind die Call of Duty-Spieler halt immer noch ein Renner. Das mal als Beispiel. Ja, natürlich, das stimmt. Obwohl es, glaube ich, mittlerweile auch wieder weniger wird. Ach, guck mal, hier oben ist ja geil. Hier war ich ja noch nie. Ja, ich auch nicht. Das ist ja so ein richtiger kleiner ausgetrampelter Wanderpfad. Hier sind ja auch überall Wanderer und Bergsteiger unterwegs. Ich kann mir doch mit dem Fallschirm runterspringen. Was man hier für eine geile Aussicht hat. Ach, schön. Und ich sehe gerade, da hinten ist ein cooler Pfad. Ach, geil. Ich muss tatsächlich mal gerade ein Foto machen, sorry. Ja, kannst du ruhig machen. Willst du nicht hier hoch hinkommen? Komm doch mal hier hoch. Ja, Sekunde, ich mache gerade ein Foto, dann komme ich hoch. Aber ich glaube, wir fahren gleich sowieso hier runter. Muss einmal gerade hier runter ins Tal fotografieren. Warte, ich komme auch mal. Ich mache auch mal einfach einen Screenshot. Das geht ein bisschen schneller, als mit der Kamera die ganze Zeit rumzuhantieren. So, jetzt haben wir ganz viel über GTA gesprochen. Natürlich hat es auch noch mit dem Thema Gaming zu tun, was ich jetzt gerade gerne erzählen möchte. Aber nicht damit, dass wir selber spielen. Und zwar Last Man Standing. Gab es ja zweimal dieses Jahr ein großartiges Event auf MyVideo. Mit Let's Play-Größen wie Gronkh und Saraza und PietSmiet und ganz vielen anderen bekannten Leuten. Wurde da, ich glaube, das erste Mal hat es stattgefunden im März diesen Jahres. Und das zweite Last Man Standing war jetzt im Oktober oder November. Weiß ich, der November? War das nicht so? Ich meine, das wäre jetzt, ist es noch gar nicht so lange her. November, ne? Ende November. Ja. Guck mal, hier liegt ein Fallschirm, ist das toll. Ach, cool. Ja, auf jeden Fall ein großartiges Live-Event in epischen Ausmaßen, den ganzen Abend lang, 8 oder 9 Stunden, wurden da live Spiele gespielt, gegeneinander, also die beiden Teams sind gegeneinander angetreten. Das erste Event habe ich noch alleine geschaut und beim zweiten Event habe ich mir dann Freunde eingeladen zu mir nach Hause
Und dann haben wir das zusammen gefeiert und gleichzeitig ein bisschen gezockt und denen zugeschaut. Es war sehr, sehr spaßig und ich hoffe sehr, dass es da eine dritte Variante von geben wird. Ja. Also ich muss tatsächlich zugeben, ich habe keins von beiden geschaut. Nur so ausschnittweise, ne? Ein bisschen. Ja, ein bisschen ausschnittweise vielleicht, aber ja, eigentlich auch nicht. Wie geht's wieder runter? Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde, es ist ein großartiges Event. Weil es auch ein bisschen ein anderes Licht noch wieder auf die Gaming-Branche und auf Videospiele geworfen hat. Weil auch dafür einfach unglaublich viel Werbung gemacht wurde. Mein Motorrad ist fast kaputt. Ja, mich hat's auch hingelegt. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich verzettel mich hier gerade so ein bisschen. Ja, es wurde auf jeden Fall ganz viel Werbung dafür gemacht, auch im Fernsehen. Und vielleicht haben wir dadurch ein paar andere Leute noch mal eingeschaltet und zugeschaut, die vorher mit dem Thema Gaming noch überhaupt nichts zu tun hatten. Und ja, ich hoffe sehr, dass es eine Neuauflage davon geben wird im neuen Jahr. Ich bin mal gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Denn gerade was in der Let's Play-Szene so abgeht in letzter Zeit, das ist wirklich gar nicht mal so von schlechten Eltern. Ja, also es werden tatsächlich immer weniger Leute, denen man Let's Plays erklären muss oder die einen verständnislos angucken, wenn man sagt, ja, ich schaue hier gerade Let's Play oder ich nehme eins auf. Ist tatsächlich ein bisschen bekannter geworden im Laufe der letzten Jahre. Ja, allerdings, ich glaube, wir fahren falsch rum. Ich möchte eigentlich in andere Richtung fahren. Es macht aber nichts, hier ist es schön, lass uns hier weiterfahren. Ich wollte aber irgendwie... Ja, wir können auch darum fahren. Okay, ist okay. Ist gebongt. Ich wollte nämlich eins nach oben fahren, deswegen. Aber von hier kommen wir auch nach oben. Das ist okay. Ja, genau. Sollen wir bei Highlights bleiben oder bleiben wir erst bei einem Thema und machen dann immer Highlights und keine Highlights? Was fragst du mich? Wir haben das ja nicht vorher abgesprochen. Wir können aber eigentlich, glaube ich, mal ruhig das Thema wechseln, denn wir erzählen jetzt schon sehr, sehr lange über die Highlights von 2013. Ja, dann würde ich sagen, was von den Highlights, obwohl wir haben unsere privaten Highlights noch nicht besprochen. Wir haben noch unsere privaten Highlights ausgelassen, wobei es da auch gar nicht so viele gibt. Ja, es gibt da schon was. Also wie ich gehört habe, hast du einen Blog angefangen. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe vor, lass mich nicht lügen, 3 Monaten angefangen, einen Blog zu schreiben, in dem ich Spiele reviewe und ja, verschiedene Artikel schreibe über Spiele, die bald noch kommen werden. Ja. Und indem ich halt, Reviews erklärt sich eigentlich selber, ne? Ich spiele und bewerte sie und schreibe ein bisschen, wie das Gameplay ist und versuche das Ganze so ein bisschen journalistisch aufzuarbeiten. Und ja, es macht mir auf jeden Fall großen Spaß. Ich war jetzt in den letzten Tagen leider ein bisschen unaktiv. Aber der Plan ist auf jeden Fall, das weiterhin regelmäßig im Gang zu halten, damit mindestens jeden zweiten Tag ein Artikel online kommt. Das ist so der Plan. Ja, also den Link dazu packen wir euch natürlich in die Videobeschreibung. Und das ist sehr nett, ja. Leider kann ich aus irgendeinem Grund keiner außer Google-typischen Links in YouTube verlinken. Das finde ich sehr schade. Habt ihr vielleicht auch beim Wandersprecher am Ende bemerkt, denn da waren nur unsere Kanäle verlinkt. Zum Rest, der ging leider einfach so nicht. Ja, das hängt wahrscheinlich mit Google Plus zusammen, ne? Dass man da irgendwie keine anderen Sachen mehr angeben kann. Ich verstehe es auch nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Ist auf jeden Fall sehr seltsam. Müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht runterfahren. Toll, ich habe einen Stern. Super. Hä, warum das denn? Weil der Typ im Weg stand. Den habe ich okay. Tatsächlich nicht extra umgefahren. Nee. Ja, diesmal glaube ich dir sogar. Autsch. Nein, nicht runterfallen, Motorrad. Nein. Ich rutsche auf dem Bauch nach unten. Nein. Was? Warum geht's jetzt da runter? Ja, das war keine Absicht. Warte mal, ich muss mal mein Motorrad retten. Autsch. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Ich lebe. Aber ich weiß nicht, ob ich hier unten wegkomme. Ja, du bist quasi fast wieder bei dem Weg, wo wir eben waren. Du musst jetzt nur nach rechts fahren, da bist du wieder auf der Straße drauf. Das geht nicht, hier ist ein reißender Fluss, da komme ich mit dem Motorrad nicht durch. Ach, du bist auf dem Fluss? Ja, am Ufer des Flusses. Das ist ja doof. Und ich bin gerade kurz davor, mein Motorrad zu versenken. Ja, meins ist leider auch sehr kaputt. Ja, es ist schon kaputt, es lässt sich nicht mehr fahren, verdammt. Wie treffen wir denn jetzt am besten wieder? Ich kann natürlich auch. Das ist eine gute Frage.
Was tust du? Was tust du? Du stürzt. Nicht ins Wasser. So. Entzieht doch mal den. Ja, super. Entzieht doch einmal den Helm auf. Glorreich. So, ich muss anstreuen. Willkommen am Ufer. Die haben es geschafft. Und ich bin gerade sogar die Polizei losgeworden. Sehr das heißt, schön. Ich rufe mal gerade wieder mein Motorrad. Achso, ich muss glaube ich erstmal wieder freikaufen, ne? Das heißt, wir müssen erstmal hier bei Morse Mutual anrufen. Morse Mutual Insurance. Genau, und dann können wir es vom Mechaniker wieder bringen lassen. Ich glaube, wir müssen aber auf die Straße. Ja, das ist natürlich ein sehr schönes Highlight, dass wir endlich unser Projekt anfangen können. Leider hast du ja noch nicht angefangen aufzuleben, aber ich habe gehört, das lässt nicht mehr lange auf sich warten. Ja, ganz genau. Ich habe ja jetzt einen PC hier stehen, der der Aufgabe gewachsen sein sollte, Videos zu rendern und zu bearbeiten. Das heißt, ich kann jetzt endlich das Material, was ich schon aufgenommen habe, bearbeiten bzw. endlich neu aufnehmen. Und dann wird es auch auf meinem YouTube-Channel endlich ein Let's Play geben. Wird endlich was passieren. Dann wird endlich was passieren, ganz genau. Wunderbar, das ist natürlich sehr schön. Da kommen wir nämlich direkt zu meinem privaten Highlight. Genau. Was soll es anders sein? Ja, auch ich habe ein Projekt ins Leben gerufen, gestartet. Und ihr alle seid Zeugen von diesem Projekt. Ja, ganz genau. Und ich meine, dein Let's Play-Kanal läuft ja jetzt schon eine ganze Weile. Ja, der läuft jetzt seit dem 26. August. Also jetzt quasi schon so ein Vierteljahr, ein bisschen mehr noch. Ein bisschen mehr als ein Vierteljahr. Und ich meine, dieses Let's Play hier, das erscheint ja auch, dieses Let's Play Together. Das wird ja auch auf deinem Kanal veröffentlicht. Das heißt... Genau, und das wird auch... Ja, ich kann eigentlich zufrieden sein für die 4 Monate schon 40 Abonnenten, damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Ich hätte gedacht, das guckt sowieso keine Sau, kommt eh keine da drauf und dann, ja, läuft das trotzdem. Und ich habe schon ein paar kleine Fans, wie ich gehört und gelesen habe. Viele du kannst ja an dieser Stelle mal einen kleinen Gruß loswerden oder vielleicht ein paar Worte des Dankes an die 40 Abonnenten, die du jetzt zu dem Zeitpunkt schon hast. Es werden bestimmt noch mehr, da bin ich mir ganz sicher. Natürlich, einen vielen lieben, lieben Dank an alle da, die da sind und uns zuschauen, wie wir diesen Quatsch hier machen. Und ganz auch genau. Die anderen Let's Plays sich angeschaut haben und auch die anderen Let's Plays vielleicht noch anschauen werden. Denn es folgen noch jede Menge, aber was noch alles folgt, das werden wir uns ist ganz für den Schluss aufsparen, würde ich sagen. Auch einen lieben Gruß natürlich an unseren Freund Kampfhuhn, der jetzt auch schon seit einigen Videos ab und zu mal wieder dabei ist. Hallo Kampfhuhn! Ja, hallo Kampfhuhn! Er hat natürlich im Moment leider ein paar Probleme mit seinem Internet, haben wir glaube ich in der... Ja, okay, wenn ihr das jetzt seht, wisst ihr das noch gar nicht, aber in der nächsten Session, die 6 Videos oder 5 Videos lang geht, wird er leider nicht dabei sein. Wir hoffen natürlich, dass er alsbald wieder mit uns aufnehmen kann und dabei ist und mit uns Spaß haben kann. Und natürlich auch jeder andere, der mit uns spielen möchte, in unsere Crew rein möchte, ist natürlich wie immer, und ich falle wieder hier runter, natürlich eingeladen. Und ganz einfach eine private Nachricht zu schreiben und sagen, jo, komm, machst du mit. Nur weil im Chat wird es natürlich ein bisschen doof. Denn da müssen wir natürlich auf jeden Fall darauf achten, dass ihr über 18 seid. Denn ihr wisst ja, das Spiel ist ab 18, deswegen müssen wir darauf auch ein bisschen achten. Denn wir haben auch eine kleine Vorbildfunktion. Ganz genau so ist es. Ich meine, ihr müsst das natürlich selber wissen, ob ihr so ein Spiel spielt oder nicht. Das, das ist ja nicht ohne Grund. Das hat ja nicht ohne Grund eine Altersfreigabe mit 18 Jahren. Und da sind wir einfach nicht in der Position, dass wir... Ich bin übrigens gerade gestorben. Das ist doof. Ja. Nein, das war kein Selbstmord, das ist gelogen, das war ein Unfall. Ja, wir sind natürlich einfach in der Position, dass wir ein bisschen auf das achten müssen, was wir hier, weil wir veröffentlichen das Ganze ja auch im Internet. Und ich wollte jetzt nicht deswegen müssen wir da einfach sicher gehen, dass ihr alt genug seid, wenn ihr da nicht nur mit uns spielen, sondern auch mit uns kommentieren wollt. Aber in Arbeit ist auf jeden Fall ein eigener kleiner TeamSpeak-Server, das kann man ja schon mal verraten. Ja, also. Und dann sollte das kein Problem sein, dass wir da zusammen mit ein paar mehr Leuten gemeinsam aufnehmen können. Bist du schon wieder da unten? Ja, ich bin hier in diese Schlucht gestürzt und mein Motorrad liegt noch irgendwo hier, das kann ich aber vielleicht bergen. Vielleicht kannst du denn hier diesen Kamm hoch. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber vielleicht. Ja, ich befürchte eher nicht. Das ist sehr, sehr steil. Ja, ich kann aber schon mal verraten, dass wir auf jeden Fall demnächst auch zu ein paar mehr kommentieren werden. Das habe ich schon ein bisschen Erfahrung gebracht. Ja, ganz genau. Dann werden wir zumindest schon mal am Anfang zu viert sein. Ich sehe dich übrigens da fahren. Also durch den Fluss will ich nicht fahren, dann ist es weg. Ich weiß, ich habe aber hier keine
Möglichkeit, wieder hochzukommen, glaube ich. Ja. Oh, das Motorrad kann was. Es kommt tatsächlich wieder ein Stückchen hoch. Mal gucken, wie weit. Du musst immer so ein bisschen in Serpentin fahren. Ja, ja, genau. Zickzack. Oh, ich falle wieder runter. Ja, GTA, muss man wirklich sagen, GTA 5 und gerade GTA Online, die sind natürlich auch bei mir im Kanal die absoluten großen Renner. Wenn andere Projekte, die ich mir wünschen würde oder die mir am meisten oder mit am meisten Spaß machen, natürlich macht mir auch GTA Online viel Spaß. Guck mal, ich komme hier sogar rückwärts wieder hoch. Ich komme nicht wieder hoch. Ich, ich bin in diese komische Gasse. Siehst du mich? Ja, weil ja doch schon ein paar interessante Spiele eigentlich gekommen sind. Auch gerade im Moment läuft ja zum Beispiel Demon's Souls, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, was mir auch wahnsinnig am Herzen liegt. Das absolut viel Spaß macht, auch wenn es ein höllisch schweres Spiel ist. Aber ich bin erstaunt, wie gut ich da im Moment durchkomme. Und ich würde mich heute auch freuen, wenn ihr auch da dabei seid. Oder natürlich Castlevania läuft ebenfalls. Bald wird auch wieder anfangen, Zelda aufzunehmen. Also da wird auch wieder was kommen. Da kam jetzt lange, lange, lange Zeit keine Folge mehr. Ja, das stimmt. Was natürlich sehr schade ist, aber da sitze ich dran, das wird auf jeden Fall wieder bald kommen. Ich musste leider komplett von vorne anfangen und deswegen fehlt mir da ein bisschen die Motivation, auch weil der neue Teil ja auch bald kam, der Between Worlds, den ich leider nicht abfilmen kann. Kannst du nicht? Ja, da müsste irgendwie eine extra kleine Kamerakonstruktion basteln und so ein Zeug und ich habe noch keine Ahnung, wie das gehen soll. Deswegen. Ach du Schande, okay. Dauert das noch ein bisschen. So, ich habe mir mal gerade mein Motorrad wieder liefern lassen, aber ich bin natürlich jetzt hier auf der anderen Straßenseite. Ich komme zu meinem Motorrad nicht mehr hin. Hilfe. Mein Motorrad ist weg. Mein Motorrad ist wieder da. Soll ich dich auf meine mitnehmen? Wieso? Ich habe das Problem mal gerade gelöst. Ich habe ein Feuerwerk habe ich gesehen, ein Silvesterfeuerwerk. Ja, ich habe es dann selber nicht gesehen. Ja, Projekte bei mir, das waren ja schon eine Menge. Ja, auf jeden Fall. Also so in privater Hinsicht, du bist schon richtig durchgestartet mit Let's Plays. Bei mir braucht es noch ein bisschen, um in Gang zu kommen, aber ich habe zumindest mir mit dem Blog schon mal einen großen Wunsch erfüllt und angefangen, Reviews zu schreiben. Genau, die sind natürlich sehr empfehlenswert. Unbedingt mal reinschauen. Die entwickeln sich natürlich auch weiter, weil man merkt ja schon, dass dann immer wieder mal ein bisschen was kommt. An Kritik und so weiter und da muss man natürlich auch eingehen. Da gibt man natürlich gerne ein. Ganz genau. Da kommt ein Motorrad. Ja, allgemein würde ich mir ein bisschen mehr Kritik wünschen, auch für unsere YouTube-Videos. Weil selbst wenn viele Leute schauen, schreiben doch die wenigsten dann nur einen Kommentar drunter. Und dann ist es halt ganz oft auch einfach nur ein Kommentar, ja, gutes Video und macht Spaß, euch zuzuschauen und ja, Abo hast du. Das freut es natürlich riesig, aber so ein bisschen konstruktive Kritik wäre natürlich absolut wünschenswert, damit man einfach mal weiß, ja, ob wir wirklich gut ankommen, ob es Spaß macht, ob es langweilig ist, was wir besser machen können. Das Gleiche gilt natürlich auch für meine Artikel, die ich schreibe. Da wünsche ich mir einfach das Gleiche, dass da ein paar mehr Leute sich trauen, irgendwie mal einen Kommentar zu schreiben oder mich auch mal persönlich anzuschreiben. Ihr könnt natürlich auch den Moscher gerne persönlich anschreiben. Würden wir uns sehr darüber freuen. Genau, ist natürlich, wäre natürlich schön, wenn wir glauben könnten, dass wir einfach perfekt sind und unsere Videos die besten Videos der Welt sind, aber daran glaube ich irgendwie nicht so ganz. Nee, weil das ist nicht der Fall. Genau, wir machen es halt noch nicht lange. Ich denke, das merkt man auch. Ist ja auch gar kein Geheimnis. Also. Aber das wird sich alles entwickeln. Ich meine, das neue Jahr steht jetzt vor der Tür, während wir hier quatschen. Und ich glaube einfach, 2014 wird ganz viel passieren. Ich wünsche es mir zumindest. Ja. Und wir sind ja noch in einer kleinen Lernphase, müsste noch einiges oder viel lernen, wenn man das so sagen soll. Und ich bin sehr gespannt, was noch alles kommen wird. Ganz genau. Und freue mich auch so ein bisschen auf das nächste Jahr. Ja, das tue ich tatsächlich auch, denn ich habe mir noch so ein paar Sachen vorgenommen. Und das wäre vielleicht ein guter Zeitpunkt, um jetzt ganz kurz, bevor wir das Video beenden, noch ein bisschen darüber zu sprechen, was wir uns für das nächste Jahr vornehmen oder was wir uns wünschen. Ich wollte eigentlich noch auf die nicht so tollen Sachen eingehen vom letzten Jahr. Das kann natürlich, das können wir auch noch machen. Ich habe nur gerade die Uhr nicht im Auge, wie lange wir hier schon aufnehmen. Zeit spielt keine Rolle. Zeit spielt keine Rolle, alles klar. Dann erzähl doch bitte. Ich habe Zeit. Ich höre dir zu, Ich gucke das Video an. Guck das Video an, das ist toll. Wenigstens einer guckt das Video an. Ja, das Jahr hat natürlich auch nicht so schöne Sachen gehabt, wie zum Beispiel, dass der Charlie mich tot fährt. Ich habe abgebremst, aber irgendwie wohl nicht rechtzeitig, sorry. Ja, und eine Sache, die dieses Jahr schon
sehr stark aufgefallen ist, dass ein Genre so wirklich gar nicht oder ja, was heißt, eigentlich so überhaupt nicht vertreten war, nämlich die westlichen Rollenspiele. Und das fand ich sehr schade, denn eigentlich sollte oder wollte mich so ein bisschen auf die westlichen Rollenspiele konzentrieren, nur wirklich viel kam ja nicht. Denn, also ich kann jetzt auf der Hand aufzählen und werde keinen Finger brauchen für irgendein Spiel, was dieses Jahr aus diesem Genre rauskam, denn es kam einfach keins. Einziges Rollenspiel, was dieses Jahr kam, war ein, und toll war ein japanisches Rollenspiel, nämlich Ni no Kuni, was mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, eine wahnsinnig schöne Geschichte vom Studio Ghibli unter anderem. Also dir das Filmstudio, was unter anderem für Prinzessin Mononoke und die Glühwürmchen und weiß der Teufel was noch, wie wahnsinnig schöne Filme da die gemacht haben. Das war nur ein Schloss zum Beispiel. Filme oder Animes? Ja, animierte Filme halt. Also okay, Animes, okay. Ja. Also viele wahnsinnig tolle Filme und die haben auch ein wahnsinnig schönes Spiel mit Ni no Kuni rausgebracht, wo ein kleiner Junge den Verlust seiner Mutter kompensieren muss und dabei sein kleines Kuscheltier zum Leben erweckt und ihn mit in eine neue, eine fremde, magische Welt bringt, die namensgebende Ni no Kuni. Und dort muss er quasi das Böse aufhalten. Und in Form eines schwarzen Magiers, sehr, sehr, sehr schön. Kam Anfang des Jahres. Ansonsten, aber wie gesagt, leider kam da überhaupt nichts, was die westlichen Rollenspiele angeht. Deswegen gab es da bei mir auch ein bisschen wenig an Spiele aus diesem Genre. Außer halt Dark und Demon's Souls, die aber auch natürlich vor Jahren schon rauskamen. Ich habe sie einfach nochmal ausgepackt. Sind zwar eigentlich, beziehungsweise kommen eher aus dem fernöstlichen Raum, sind aber doch sehr westlich angelegt, wenn man das muss ich mal anschauen. Die Ritter sehen sehr ritterlich aus, wie sie uns die vorstellen. Ein paar Monster sehen natürlich japanisch aus. Aber ansonsten schon sehr dunkel, sehr schön, sehr spannend, sehr nervenaufreibend. Das wird sich aber nächstes Jahr, glaube ich, ein bisschen ändern. Und da sind wir auch schon bei den Highlights 2014, würde ich sagen. Ach schön, wo sind wir denn hier? Ich bin gerade hier noch auf dieser Brücke schon mal stehen geblieben, um den Ausblick zu genießen. Hier war ich nämlich tatsächlich auch noch nie. Hier liegt ein Fallschirm. Ich weiß, da das heißt, hier ist auch ein guter Ort zum Springen. Genau. Das ist nicht in den Tod, sondern mit dem Fallschirm. Tatsächlich, hier liegt ein Fallschirm. Ja, ich genieße gerade mal hier den Ausblick. Obwohl es wird dunkel, man sieht gleich gar nicht mehr so viel. Aber die Schlucht ist hier schon imposant, vor allem wenn wir hier gleich mal runterspringen oder sowas. Ja, sollte man vielleicht eher nicht machen. Ich habe einen Fallschirm. Ja, mit Fallschirm kann man das natürlich machen, das stimmt. Ohne Fallschirm wird das natürlich doof. Aber hier liegt ja auch einer der extra dafür. Ja, Highlights 2014. Dann trifft es natürlich gut, als ich gerade die Gamestar hier offen habe, denn da sind ein paar wirklich Highlights drin, auf die ihr euch auch bei mir im Kanal freuen könnt. Und eins natürlich wird sein, wie soll es auch anders sein, wenn ich schon von Dark Souls und Demon's Souls spreche, wird es natürlich auch ein Let's Play zu Dark Souls 2 geben. Wird halt so wie die anderen Spiele. Man hat die ganze Zeit viel Angst gehabt, dass es ein bisschen einfacher gemacht wird, vercasualisiert wird. Wenn man sich jetzt über jedes Leuchtfeuer, wo man quasi wieder erweckt wird, wenn man stirbt, teleportieren kann. Aber dafür wird es auch an anderen Stellen schwieriger, wenn man zum Beispiel stirbt, wird immer ein Zehntel seiner Lebensenergie einem gestohlen, bis man wieder seine menschliche Form erlangt. Also ich glaube, viel einfacher wird es nicht. Es wird spannend bleiben und ich freue mich riesig darauf. Klingt auf jeden Fall nach einem sehr coolen Konzept. Ja, denn sterben wird man da mit Sicherheit. Ja, garantiert. Ja, wenn wir von Rollenspielen sprechen, dann liegt es falsch. Dann gibt es natürlich noch jede Menge andere Spiele, die da kommen. Und eine Reihe wird dieses Jahr auch wieder fortgesetzt, worauf ich mich auch sehr, sehr, sehr freue. Nämlich The Witcher, der dritte Teil, dieses Mal Open World, soll um die 200 Stunden bieten. Das finde ich natürlich sehr krass. Oh, ich bin falsch gefahren. Ja, ich wollte nämlich eigentlich auf die andere Richtung fahren. Ich wollte nämlich eigentlich rauffahren. Ich wollte ja eigentlich runterfahren. Schon drauf fahren. Achso, okay. Ja, auf The Witcher 3 freue ich mich auch sehr. Ich habe The Witcher 2 schon sehr, sehr gefeiert. Ich habe den ersten Teil schon gefeiert. Das heißt, ihr könnt euch bei mir natürlich auch darauf freuen, dass es Witcher 1 bald geben wird. Wahrscheinlich direkt nach Demon's Souls und danach auch Witcher 2 und, wenn es raus ist, Witcher 3. Oh ja, das heißt, die ganze Trilogie auf deinem Kanal. Die ganze Trilogie. Dann in ihrem vollen epischen Ausmaß, mit allen Nebenquests. Ja, wahrscheinlich. Ein paar hundert Quests. Ja,
stiegt sich ja an, sogar Skyrim in der Größe zu schlagen, dem es, ich glaube, 30%, 25% größer sein soll, irgendwie sowas in den Dreh. Noch größer als Skyrim? Noch also größer, so ja. Also auf die, zu erkundende Fläche oder was? Noch größer als Skyrim, mit Booten, mit Pferden und mit einer Story. Wie ja immer das Highlight war, mit vielen Ranken und Wendungen. Es beginnt, dass man so ein bisschen die Geschichte vom Geralt weiter spinnt. Verhält sich dann auf den Krieg aus und endet dann auf der Jagd nach der wilden Jagd, diese komische Geisterbahn, die dir die ganze Zeit rumschlingert, um schon im ersten Teil. die Geisterbande, die schon im ersten Teil für viel Furore gesorgt hat. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht und wie auch die ganze Entscheidung, die wir dann fällen können, sich darauf anschicken, da irgendwas zu machen. Und es gibt natürlich noch mehr Spiele, die kommen aus diesem Genre. Wie zum Beispiel Dragon Age könnte dieses Jahr noch kommen, also nächstes Jahr kommen. Ob das was wird, man weiß es nicht, aber man sagt so ein bisschen, das könnte der letzte Rettungsruf für BioWare sein, weil die sich ja ein bisschen verplappert oder vertan haben mit Dragon Age 2, als angefangen, was sehr linear war, was sehr repetitiv war, was nicht so gern gesehen war, auch weil das Kampfsystem sich sehr stark geändert hat. Da ist doch die Hoffnung da, dass es besser wird. Castlevania Lords of Shadow 2 natürlich, zwar kein RPG, aber das wird auf jeden Fall kommen. Und was auch noch nächstes Jahr kommen wird, ist South Park. Der Stab der Weisheit wird es auch bei mir geben. Und dann ist natürlich das Jahr der Kickstarter-Projekte angebrochen. Denn die kommen so langsam alle in ihre Fertigkeiten. Möchtest du Kickstarter vielleicht kurz erklären? Ich wollte eigentlich gerade noch was zu BioWare sagen, denn ja, auch. Ich muss sagen, ich habe Dragon Age selber nicht gespielt. Ich habe mir mal ein Let's Play dazu angeschaut, fand es ganz interessant, aber irgendwie hat es mich nicht gereizt, es selber zu spielen. Aber was ich großartig fand, war Mass Effect, und BioWare ist bestimmt noch nicht am Ende, denn die arbeiten fleißig an Mass Effect 4. Ja, wobei ich nicht glaube, dass das nächstes Jahr schon kommt. Auch wenn die sagen, dass es schon komplett spielbar sein soll. Genauso wie ein unbekanntes Projekt. Auch da bin ich gespannt, wenn wir nächstes Jahr bestimmt auch noch was von hören. Ja, wobei man sagen muss, Dragon Age Original, das war natürlich deswegen auch so gefeiert, weil jetzt nochmal so ein bisschen die alte Ära von BioWare hat aufleben lassen, wie von Baldur's Gate 1 und 2, was ich auch sehr gefeiert habe. Deswegen mich auch über das altertypische, ich nenne es mal altertypische Kampfsystem oder taktisch angehauchte Echtzeit-Kampfsystem sehr gefreut habe. Und ich hoffe, es soll auch ein bisschen wiederkommen, dass das Kampfsystem vom dritten sich mehr daran orientiert als am zweiten Teil, also diese überbordende Action, die nun wirklich keiner brauchte. Ja, das stimmt. Ja, ich bin auf jeden Fall mal ganz gespannt. Es stehen uns einfach super viele spannende Spiele ins Haus, die 2014 erscheinen sollen. Ich freue mich zum Beispiel auch noch auf The Order für die PlayStation 4, dieses Steampunk-Spiel. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Ja. Es erscheint ja außerdem ein neues Thief. Das Thief. Spielen wir ein bisschen. Und schleichen wir durch. Ich hatte ja auch wieder ein Schleichspiel quasi. Und ja, ein absolut. Reboot der alten Thief-Spiele, die wir hier unter Project Dark, glaube ich, heißen sie bei uns, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, die heißen Project Dark. Könntest du mir mal schreiben, wie sie heißen, weil mir kommt mir gerade wirklich nicht in den Kopf. Ich meine, sie hießen Project Dark. Oder nee, Dark Project, so rum hießen sie, glaube ich. Das ist dein Motorrad. Ich glaube, erst der dritte Teil hieß dann bei uns auch endlich mal Thief. Vorher aber immer Dark Project. Jawohl. Ja, wo ich eben noch drauf hinkommen wollte, waren nämlich die ganzen Kickstarter-Spiele. Denn Crowdfunding ist mittlerweile sehr in Mode. Auch für Spielen ist sie angekommen. Zum Beispiel kommt direkt am Anfang des Jahres, wo ich mich auch sehr darauf gespannt bin, das Double Fine Adventure Spiel, das mittlerweile auch einen Namen bekommen hat. Ich muss mal mein schlaues Heftchen gucken. Denn ich habe schon mal ein schlaues Heftchen. Ich suche uns schon mal hier einen Weg runter. Genau, es sind so viele Titel, die ich im Kopf habe, deswegen muss ich manchmal nachschauen. Wie heißt denn das Ding? Ist das im Kopf? Weißt du das? Ich kann dir gerade nicht helfen. Nee, ich weiß gar nicht genau, wovon du gerade sprichst. Ach, Broken Age heißt es. Ja, genau. Das tolle Spiel, was auch ein bisschen für Unmut gesorgt hat. Denn Tim Schäfer, das muss man wissen, das ist ein Mensch, der verspricht sehr viel.
Und ihm geht aber irgendwann mal das Geld aus. So ist das leider auch bei Broken Age passiert. Er hat die erste Hälfte mit dem Geld von Kickstarter, was bis dahin, glaube ich, sogar das Spiel mit den meisten Einnahmen ist, hat er leider so ein bisschen verzockt. Hat nicht ganz gereicht, hat dafür aber Elijah Wood als Sprecher von einem der beiden Hauptprotagonisten bekommen. Sehr interessant, ich finde. Es wird auf jeden Fall jetzt zweigeteilt werden. Die erste Hälfte kommt schon im Januar. Freue ich mich sehr drauf. Tim Schäfer übrigens der Mann, der damals für die ersten drei, nee, die ersten zwei, glaube ich sogar, die ersten zwei Monkey Island Spiele verantwortlich war. Welche vom Humor natürlich sehr spitze waren. Ich bin mich auch sehr freue, dass da von ihm was zu hören ist, und ich bin sehr gespannt, ob Broken Age den Humor irgendwie einfangen kann. Und du bist wieder gestorben. Und nicht nur einfangen kann, natürlich auch besser machen kann. Und dann kommen natürlich auch die ganzen alten Rollenspiele, die kommen zurück. Zum Beispiel macht Obsidian Pillars of Eternity, das sich sehr an Baldur's Gates erinnern, sogar orientieren soll. Da freue ich mich drauf, das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Dann wird noch ein Spieler gestorben. Und dann kommt es tut mir leid. Ein Spiel, was oder Nachfolge, worauf ich mich auch sehr freue, auch Kickstarter orientiert ist. Tides of Numenera Torment, das sich anschickt, die Nachfolge von Planescape Torment zu werden. Oder Planescape muss eigentlich heißen. Planescape Torment zu werden. Einem sehr interessanten Spiel, auch angelegt an Baldur's Gate damals, also auch nicht actionreich, aber rundenbasierte Echtzeit-Taktik-Kämpfe, wenn man das so nennt. Ich bin nicht ganz sicher, wenn man sagt, wie bist du denn da? Du trittst immer im Kreis. Ich rutsche den Berg runter, auf meinem Gesicht liegend. Was? Der hört gar nicht mehr auf, sich zu drehen, runterzufallen. Ach, komm schon, Charlie, steh auf. Ja, der inoffizielle Vorgänger Planescape oder Planescape Torment galt als die größte verhauene Bewertung aller Zeiten überhaupt, weil es nicht gut bewertet worden ist, aber im Nachhinein zum richtigen Kult geworden ist, weil es eine so geniale Story eigentlich bietet, die nur damals niemand verstanden hat. Und heute schreien alle nach einem Nachfolge, und jetzt wird er kommen. Sehr, also der liebste Charakter des Spiels ist zum Beispiel ein sprechender Schädel, der mit einem kämpft. Also so ein bisschen abstrus, und auch der nächste Teil soll natürlich ein bisschen abstrus werden. Das klingt sehr abstrus, das klingt nach Terry Pratchett. Noch ein bisschen abstruser, glaube ich. Da freue ich mich sehr drauf. Dann natürlich Wastelands 2 soll auch kommen. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, es kommt dann einfach so unglaublich viel dieses Jahr. Dann haben wir natürlich ja, das... Ja, allein, was uns auch für die neuen Konsolen alles noch ins Haus stehen wird. Weil zum Release gab es ja jetzt gar nicht so viele neue Spiele, aber die erscheinen ja alle erst noch. Die erscheinen alle noch. Und eins haben sie ja leider verschoben, was ich eigentlich gerne gespielt hätte, nämlich Watch Dogs. Aber immer noch nicht weiß, wird das toll, wird das nicht toll, was wird das überhaupt? Weil bis jetzt weiß man nur, es wird ein Open-World-Spiel in Chicago, wo man hacken darf. Mehr weiß man ja eigentlich noch gar nicht. Bin ich auch sehr gespannt, was da noch so kommen wird. Dann, wie du schon gesagt hast, Thief kommt. Heroes of the Storm, das Dota von Blizzard wird kommen. Diablo 3, Reaper of Souls wird kommen. Und dann wird natürlich auch irgendwann mal eine PlayStation 4-Version kommen zu Diablo 3. Das stimmt. Direkt mit der Reaper of Souls-Erweiterung, wo wir uns auch schon sehr drauf freuen. Uns lächeln die Finger schon danach, denn wir wollen es Let's Playen, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört. Ich weiß nicht von wo, das hat mir ein Vögelchen gezwitschert. Aber auch mir war so, als würden wir dazu ein Let's Play raushauen. Genau. Und ich kann jetzt schon verraten, wir werden uns natürlich auch die neue Klasse, den Kreuzritter, anschauen. Der so ein bisschen angelehnt ist als eine Mischung aus dem Paladin aus dem zweiten Teil und dem Monk, was ich sehr interessant finde. Denn den Mönch, den war schon eine sehr lustige Klasse. Ja. Und was kommt noch? DayZ wird, ist glaube ich sogar schon draußen als Standalone-Version. Ich glaube im Moment aber in der Early Access nur. Dein Motorrad qualmt. Ich weiß, es ist schon ein bisschen kaputt. Und ein neues Wolfenstein soll kommen. Was ich davon halten soll, weiß ich noch nicht. Mal sehen, vielleicht wird's toll. Also es hat schon ein paar interessante
Einsätze drin gehabt, dass es auf jeden Fall atmosphärischer werden soll als die anderen Spiele. Also nicht nur Simple-Shooter, vielleicht ein bisschen mehr. Mal schauen. Es wird ein Open-World-Spiel zu Mittelerde geben, was aber so ein bisschen noch ähnelt, oder für mich zumindest ein bisschen sehr an Batman ähnelt. Ja, es hat auf jeden Fall Anleihen von Batman. Heißen soll das ganze Spiel Mittelerde Mordors Schatten, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Genau, da hast du sogar ein Special gehabt. Und es wird entwickelt von dem Studio, das uns 4 gebracht hat. Also die Horror-Shooter-Action-Schlag-mich-tot, wie heißen sie? Die liebe Alma. Ja, die 4er, genau, Alma. Genau, das wird auf jeden Fall kommen. Nächstes Jahr ein Spiel, das ich vom Ansatz her sehr interessant würde, ist Murdered Soul Suspect, wo wir einen Kopf finden, der einen ganz besonderen Mordfall lösen muss, nämlich seinen eigenen. Er stirbt quasi oder beziehungsweise umgebracht und muss dann als Geist ermitteln in der Geisterwelt, kann nicht wirklich mit den Leuten interagieren, mit den Menschen, die da noch leben, sondern muss da halt als Geist interagieren, um sie auf sich aufmerksam zu machen, um da irgendwie was zu belauschen. Und es könnte ein interessante Ermittlungsspiel werden. Oder halt ein ganz normaler Third-Person-Shooter. Mal gucken, was daraus wird. Das Konzept klingt auf jeden Fall spannend und innovativ. Was natürlich noch weitergeführt wird, ist, was diesen Monat schon angefangen wurde, nämlich Walking Dead Season 2. Und ich glaube, da freust du dich riesig drauf. Oh ja, ich habe den ersten Teil von The Walking Dead schon sehr gefeiert. Und ich glaube, dass die zweite Staffel das nochmal toppen wird, auch wenn ich jetzt die erste Episode von der Staffel 2 noch nicht gespielt und noch nicht gesehen habe, weil ich mich da nicht spoilern will. Ich bin versucht, tatsächlich damit zu warten, bis die Season 2 komplett draußen und käuflich erwerbbar ist, damit ich das quasi an einem Stück spielen kann. Ja, das ist bei PC dann ja ein bisschen anders, denn da kann man ja nur die Season 2 komplett kaufen. Man muss natürlich trotzdem machen, bis die fertig entwickelt ist, ist klar, aber ja, vom Preis her ändert sich da halt nichts. Ja, so ähnlich geht es mir auch, wobei ich im Moment natürlich sehnsüchtig auf neue Episoden von Fables warte. Nicht Fables. Also die Comicreihe dahinter ist Fables. Warum fallen mir heute die ganzen Wörter nicht ein? Das kann ich dir nicht sagen. Ist schon spät, ja. Deswegen wahrscheinlich. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber ich weiß, dass ihr es wisst. Denn das Spiel zu Fables habe ich ja schon angefangen, die erste Episode, und ich warte da wirklich noch ein bisschen auf die zweite, denn auch das wieder natürlich auch von den Walking Dead Machern. Ach, wie Wolf Among Us heißt. Haha, wie Wolf Among Us. Wo wir den Bixby Wolf spielen, den großen bösen Wolf, der eine Mordserie aufklären muss. Und den ersten, die erste Season davon haben wir ja schon erlebt, wo er eine arme, den Mord einer armen kleinen, Fabelgestalt, einer Frau mit schwarzen Haaren auflösen muss. Und dabei trifft er natürlich auf interessante Figuren, wie zum Beispiel auch Schneewittchen. Das Biest trifft er auch natürlich auch die Schöne, die dabei ist. Man trifft sogar auf Ichabod Crane, den Ermittler aus Sleepy Hollow. Sehr interessant, das Ganze. Es ist schön, dass du gerade die Schöne und das Biest sagst. Ich mag dich eigentlich gar nicht unterbrechen, aber ganz kurz, worauf ich mich auch freue, ist Kingdom Hearts 3. Das wird nämlich auch 2014, glaube ich, erscheinen. Ja, Kingdom Hearts 3, das ist natürlich auch sehr schön. Ja, da waren damals die Fans auch schon sehnsüchtig drauf. Ursprünglich hieß es Kingdom Hearts 3, Entschuldigung. Ursprünglich hieß es, Kingdom Hearts 3 soll für die PlayStation 3 rauskommen, aber jetzt haben sie es einfach mal eine Konsolengeneration nach hinten verschoben und es erscheint für die PlayStation 4. Ich freue mich sehr drauf. Ich habe Kingdom Hearts 1 und 2 unglaublich gerne gespielt. Ich habe tatsächlich nur den ersten Teil gespielt. Ich freue mich aber tatsächlich schon ein bisschen mehr auf Final Fantasy 15, denn ich war vom 13. Teil sehr enttäuscht, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber der neue sieht wieder interessant aus. Wird ein komplett neues Kampfsystem haben, also das klassische. Der klassische Ansatz wird jetzt komplett weg sein, es wird eher mehr in die Echtzeit-Action reingehen. Finde ich sehr interessant. Ja, das begrüße ich sehr, weil mich diese Rundenbasierte an Final Fantasy auf Dauer immer sehr genervt hat. Ich fand die Charaktere immer spannend, ich fand die Story spannend, aber diese rundenbasierten Kämpfe, die so ewig lang gedauert haben, das war leider nichts für mich. Also das habe ich mir zwar gerne angeschaut, aber selber gespielt habe ich es nicht gerne. Also ich glaube, dass es auch da ewig lange Kämpfe geben wird, zumindest am Ende hin. Denn es gab ja schon mal mit Crisis Core für die PSP einen Final Fantasy Ableger, der auch actionbasiert war. Ja, das stimmt allerdings. Und
Den fand ich sogar ziemlich cool, muss ich sagen. Aber der war auch von den Kämpfen ja gerade am Ende hin, wenn man gegen die Special-Bosse hinging, sehr anstrengend. Und sehr lange. Mhm. Aber er ließ sich gut durchspielen. Das ist für den Final Fantasy jetzt nicht unbedingt so... so normal, würde ich ja mal sagen. Da ist ja schon immer viel Farmerei mit drin gewesen. Außer vielleicht der achte Teil so ein bisschen. Und noch viele mehr Dinge kommen. Wie zum Beispiel wie Evil Within von den Resident Evil Schöpfer, dass sich wieder daran Shinji Mikami heißt er übrigens, und der sich wieder anschickt, zurück zur alten Survival-Stimmung zu kommen. Also wieder mehr Horror, weniger Action. Da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Auch das begrüße ich sehr. Ich meine, das war schon an The Last of Us großartig, dass man da eigentlich mit der Zeit nicht über irgendwelche Fertigkeitenbäume irgendwie übermächtig geworden ist, sondern man war immer unterlegen seinen Gegnern und musste irgendwie versuchen zu überleben. Und ich glaube, das hat er sich auch mit dem mit seinem neuen Spiel da so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dieses Survival wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund zu bringen. Es ist nicht nur Horror, es ist nicht nur Shooter, sondern es geht wirklich darum zu überleben. Dazu gehört auch mal sich zu verstecken und mal zu flüchten und nicht auf alles nur zu schießen. Verstecken, das finde ich sehr spannend. Verstecken wird in Evil Within auch stärker werden, denn man soll auch genau verstecken können, man soll Fallen stellen können. Ich bin mal gespannt. Tja, und Borderlands bekommt eine Geschichte. Denn völlig überraschend kommt ein neuer Borderlands-Teil raus, und diesmal ist es kein Ego-Shooter, beziehungsweise kein Ego-Shooter-RPG-Diablo-Mix. Denn Telltale die Dritte, denn sie machen Borderlands, beziehungsweise Tales from Borderlands oder from the Borderlands, wo auch unser Freund Jack wieder dabei, Handsome Jack, wieder als Bösewicht fungiert. Da bin ich auch sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Wahrscheinlich wieder sehr interessante Geschichte, denn das haben die wirklich drauf. Cool inszenierte, erzählte Geschichten, das können die wirklich, und da finde ich, können die sogar besser als die Macher von Beyond Two Souls, denn es geht vom Spielerischen her eigentlich genau in dieselbe Ecke rein. Du entschuldige, wo fährst du hin? Du fährst so ein bisschen im Kreis gerade, ne? Hier. Ja, ich schaue auch mit ein bisschen auf meine Notizen. Ach so, alles klar. Völlig unerwartet bekommt World of Warcraft ein neues Add-on. Da brauchen wir, glaube ich, nie drauf eingehen. Das wird wahrscheinlich keiner von uns spielen. Yuppie. Ein neues Divine Divinity. Ich kann meine Begeisterung kaum zähmen, ja. Hier. Zügeln. Tja, wir sind auch schon die ganze Zeit immer am Plan, ein anderes Let's Play voranzutreiben, nämlich Dead Island. Und wenn wir von Dead Island sprechen, kommen da nämlich direkt zwei neue Spiele von dem Studio. Nämlich einmal Hell Knight heißt es, also quasi Dead Island im Mittelalter mit Fantasy-Kreaturen, was sehr interessant aussieht. Und natürlich Dying Light, was sich anschickt, eine Mischung aus Mirror's Edge, genau, zu sein. Und Dead Mirror's Island Edge halt natürlich. Dead Island. Dead Island, ganz genau. Ja, freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Aber vorher werden wir, denke ich, nochmal einen normalen Abstecher auf die Todesinsel machen, bevor wir dann ein bisschen Mirror's Edge Action da machen. Denn es wird auch wieder einen Koop-Modus haben, glaube ich. Worauf ich mich sehr freue. Da bin ich mir gerade nicht sicher, aber das ist gut möglich, ja. Ich wäre cool, ich würde es mir wünschen. Boah, ich glaube schon. Dann haben wir noch ein Kickstarter-Projekt, was kommen soll, nämlich Shroud of the Avatar, das sich anschickt. Heißt nicht Avatar? Ne, Ultima. Entschuldigung, Leute. Ultima. Ultima kommt zurück. Der Hersteller von, beziehungsweise der Erfinder von Ultima. Seinen Namen muss ich gerade ablesen. Richard Garriott, der so übrigens als erster privater Mensch, glaube ich, aber ins Weltall geflogen ist. Der war schon mal da. Dafür gibt es ein Geld aus. Jetzt ist natürlich pleite. Was macht man, wenn pleite ist? Man macht ein neues Spiel. Sword of the Avatar wird das Ding heißen. Es gibt schon ein paar Alpha-Phasen, wo man ein bisschen was Hausen ausprobieren konnte. Ich glaube, für die alten Avatar-Hasen wird das wahrscheinlich ein super tolles Spiel. Ich werde es mir zumindest mal anschauen, einen letzten Test zu machen. Und ein Spiel, worauf ich auch sehr gespannt bin, wird Lords of the Fallen. Eine deutsche Antwort auf Dark Souls mal wieder. Also, bullenharte Kämpfe, diesmal von Deutschen, bin ich auch sehr gespannt drauf. Ansonsten Legend of Grimrock, klar, kommt ein neuer Teil. Werde ich mir vielleicht auch irgendwann mal anschauen. Das ist halt wieder so ein Dungeon Crawler, diesmal aber auch mit Oberwelt. Also für ein bisschen zwischendurch, bestimmt auch ganz nett.
Das war so ein bisschen aus der PC-Ecke. Wie sieht's denn an der Konsolenfront aus? Da bist du ja, glaube ich, mehr bewandert als ich drin. An der Konsolenfront bin ich ein bisschen mehr bewandert. Allerdings, so die größten Titel haben wir jetzt auch schon mit aufgezählt. Sag mal schnell, zum Beispiel The Witcher erscheint ja auch für die neuen Konsolen und soll die ja angeblich auch jetzt schon in der Entwicklung komplett ausreizen, was ich einfach mal so dahingestellt lasse, denn Entwickler wie Naughty Dog zeigen, was man auch nach Jahren noch aus so einer Konsole rausholen kann. Deswegen betrachte ich das Ganze mal ein bisschen als kritisch, jetzt schon bei einer Konsole, die noch keine zwei Monate alt ist, zu sagen, dass man da alles rausholt. Aber es sieht auf jeden Fall verdammt gut aus und es kommt für die neuen Konsolen, ganz klar. Wobei ich das bei einem Open-World-Spiel tatsächlich nachvollziehen kann, einem Open-World-Spiel, da muss man sagen, das braucht halt auch mehr Ressourcen, allein um die ganze lebendige Welt irgendwie zu simulieren. Das sollte man nicht unterschätzen. Die sind sehr ressourcenhungrig, das stimmt natürlich. Ansonsten an der Konsolenfront, ich bin gerade doch nicht so im Bilde, wie ich gehofft hatte. Ich habe mir jetzt nicht so viele Notizen gemacht. Ich weiß aber, dass zum Beispiel in Sachen, Indie-Games noch ein paar tolle Sachen kommen. Ja. Ist zum Beispiel ein Spiel, das heißt Rime. Das kommt für die PlayStation 4. Und das ist so ein bisschen, legt so den Wert aufs Erforschen, aufs Puzzlen, aufs Geheimnisse lösen. Spielt auf einer mysteriösen Insel, auf der ein Junge gestrandet ist. Und dieser Junge, der muss dieses Geheimnis der Insel lüften. Und dabei sollen einige neue Features der PlayStation 4 besonders eine Rolle spielen. Denn das neuartige Gamepad von der PlayStation 4 wurde ja bisher noch nicht wirklich genutzt, bis auf so ein paar kleine Spielereien, dass man zum Beispiel in Assassin's Creed die Karte damit bedienen kann. Oder dass man in Killzone damit seine Drohne steuern kann. Das ist alles noch sehr... Oh, du brennst! Warum brennst du? Ich muss dich löschen! Warte mal, ich lösch dich! Ey, mein Motorrad brennt. Geh mal vom Motorrad weg. Feuerwerk! Wir wollen natürlich das Thema Silvester nicht auslassen, deswegen müssen wir ab und zu mal hier was explodieren lassen, ganz klar. Nochmal kurz zur Konsole, bevor wir zu den Indies abdriften. Es gibt tatsächlich noch ein exklusives Spiel, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Kommt nämlich ein neues Zelda. Wuhu. Es sah gar nicht aus wie Zelda. Nein, es wird tatsächlich ein Dynasty Warriors im Zelda-Spiel, Zelda-Look kommt von den Dynasty Warriors machen. Da hat Microsoft aber schon gesagt, jo, aufgepasst. Das wird nicht offizieller Timeline kommen und das normale Zelda ist natürlich in der Mache und wird auch normal kommen. Also da brauchen wir keine Angst haben. Das normale Zelda wird kommen. Ob es nächstes Jahr kommt, weiß ich nicht. Aber es wäre endlich mal ein Grund dafür, sich die Wii U zu kaufen. Denn die stagniert ja dieses Jahr. Eines der absoluten, ja, traurigen Sachen dieses und des letzten Jahres. Denn wirklich viel kam da ja nicht. Ja, das stimmt. Wir schießen da auf mich. Das war ich. Ich bin einfach nur vorbeigelaufen und hab einen Ratsch im Arm bekommen. Hä? Ich glaube, das Geräusch hast du gehört. Es schießt keiner. Ich hab gerade aber irgendwie... komisch. Das war ein Geräusch, weil du meinen Arm aufgeschlitzt hast. So, Indie-Games. Indie-Games, ja. Ich weiß ja nicht, ob man die Kickstarter da auch schon zu zählen kann. Dann hätten wir schon ein paar aufgezählt gehabt. Das ging die Laterne. Da bin ich tatsächlich auch nicht so bewandert drin. Ich muss ja, habe ich jetzt auch nicht so wirklich auf dem Schirm. Also es kommen auf jeden Fall noch einige. Ich muss da unbedingt mal mehr reinschauen. Auch mal ein paar angezockt oder sowas zu machen. Wird auf jeden Fall auch noch was nächstes Jahr kommt. Wo ich ja dieses Jahr nur ein einziges so gemacht habe, wo vielleicht auch noch ein paar dann nächstes Jahr folgen werden. Aber wirklich viele Indie-Titel habe ich auch nicht drin. Wenn ich Pech habe, wird jetzt gerade mein Motorrad beschlagnahmt. Noch steht's hier. Jetzt ist es weg. Das habe ich geahnt. Dann nehme ich doch mal bitte mit, dann steige ich gerade bei dir wieder mit auf. Das geht ja gar nicht. Außer du fährst weit weg, dann könnte ich... Nee, das verschwindet es wahrscheinlich, ne? Ja. Vielleicht finde ich da auf dem Weg hier irgendwo noch eins. So, dann steige ich mal bei dir mit auf. Dann kann ich tatsächlich gerade die Gelegenheit mal nutzen, zu gucken, ob ich gerade noch rausfinde, wie das andere Indie-Spiel heißt, was ich hier im Kopf hatte, aber wo mir der Name nicht einfallen will.
Jetzt hört einfach noch schon von einem anderen Exklusivtitel, der bald erscheinen soll, nämlich für die Xbox One, soll noch ein Multiplayer-Shooter erscheinen mit dem Namen Titanfall, wo es darum geht, dass man sich gegeneinander umschießt, wie das auch anders sein. Hat da ein Traktor? Achso, das ist Straße. Nur, dass man dieses Mal sich auf einen riesigen Mech rufen kann. Die namensgebenden Titanen sollen das sein. Die aber auch recht agil agieren sollen. Man selbst hat dann noch so ein paar Parkour-Elemente, wenn man als normaler Soldat spielt, hat ein Jetpack. Sieht sehr interessant aus, aber ich bin nicht so der Multiplayer-Spieler, habe ich glaube ich schon mal irgendwo erwähnt. Denn ich bin da sowas von grottig drin. Das wird mich einfach nur frusten und wir fahren hier runter. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Ja, wir bleiben ein bisschen ländlich. Ich versuche auf den anderen Berg darauf zu fahren. Also ich finde tatsächlich gerade nicht dieses Indie-Spiel, was ich noch im Kopf habe. Aber dafür ist mir eingefallen, was auch noch erscheint für die neuen Konsolen, ja, ist das der Open World Schlag mich tot Titel von Tom Clancy, nämlich The Division. The Division, ja, natürlich. Ich das, wird, auch für PC. Das wird, glaube ich, so geil. Also ja, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir da vielleicht ein Let's Play zu machen. Das glaube ich allerdings auch. Und zwar denn das sieht jetzt schon so verdammt gut aus und ich glaube, das wird auch ein geiles Spielprinzip. Ist im Grunde genommen wieder ein ähnliches Szenario wie in The Last of Us, wenn auch mit einem anderen Background. Es geht um eine völlig zerstörte und heruntergekommene Welt, in der man überleben muss, in der man einer Spezialeinheit angehört, die sich The Division nennt. Und deren Aufgabe liegt, glaube ich, darin, die Widerstände niederzukämpfen und die Seuche unter Kontrolle zu bringen, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ja, irgendwie sowas. Ich habe mir dann noch nicht so viel drüber Gedanken gemacht, denn da möchten wir auch so ein bisschen noch den Spaß und die Spannung dran erhalten. Ich habe natürlich auf jeden Fall. Die werden es wahrscheinlich nicht am PC spielen können. Nee, das wird dann, denke ich, ein Let's Play auf der PlayStation. Genau, auf der neuen PlayStation natürlich. PlayStation 4. Und wenn ihr da Bock habt, könnt ihr da natürlich schreiben, dann könnt ihr wahrscheinlich auch gerne mal mitspielen. Ja, also die maximale Gruppengröße beträgt, soweit ich das richtig weiß, 4 Spieler. Also mehr als 4 Spieler, diese Teams bestehen halt eben nur aus diesen 4 Spielern. Und einer von denen kann jederzeit über eine Drohne quasi mit ins Spiel einsteigen und so auch von unterwegs spielen. Da ist wieder so ein bisschen dieses Second Screen, was ja Mode geworden ist, wird auch da wieder genutzt. Auf dem Tablet. Das könnte auch eines der ersten sein, wo das auch mal wirklich viel Sinn macht, denn sonst macht es eigentlich nicht so viel Sinn. Ganz genau. Wobei ich natürlich frage, drei Kollegen, ist natürlich die Frage, wer möchte das Ding auf einem Tablet spielen, wenn er es eigentlich richtig spielen kann. Ganz aber genau. Also ich hoffe nicht, dass es ein Zwang sein wird, dass der vierte Spieler irgendwie auf einem Tablet spielen muss oder auf einem Smartphone. Ich hoffe, dass das einfach nur ein Angebot ist, dass es nicht zwingend notwendig ist. Genau, das würde ich mir nämlich auch hoffen. Aber mal schauen, ich meine, wir sind ja zumindest mindestens immer zu zweit und da wird dann natürlich keiner von euch auf so einen Screen schauen müssen. Weil ich auch gar nicht weiß, wie man ein Tablet jetzt aufnehmen soll. Ich weiß, es gibt Adapter extra dafür, damit man sich den an einem normalen Bildschirm anschließen kann. Und da wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, das einfach mal abzugreifen. Aber wer möchte das denn schon? Ich wollte gerade sagen, das, was man da auf dem Tablet sehen wird, ist dann auch nicht so spannend. Das ist einfach nur tatsächlich mal eine nützliche Art, das Ganze mit einzubeziehen. Dass man von unterwegs, während drei Freunde daheim an der PlayStation sitzen und man muss gerade Zug fahren, weil man von der Arbeit kommt oder zur Arbeit fährt, man einfach ein bisschen ins Geschehen mit eingreifen und unterstützen kann. Finde ich sinnvoll, kann man machen. Muss man nicht. Ich hoffe, es wird kein Zwang. Ganz genau. Genau. Wie werden's freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ja, wie werden sie auch spielen? Oh, hatten die Kopf am Arsch? Sieht so aus. Ach nee, fahren mit anderen Spielern. Okay. Ja. Ja, da wird auf jeden Fall einiges nächstes Jahr auf uns zukommen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt wahnsinnig viele Spiele aufgezählt, auf die wir uns freuen 2014. Ja, und auf die ihr euch auch freuen könnt. Ich habe jetzt auch einfach so ein paar Spiele aufgezählt, die wir jetzt nicht unbedingt spielen werden. Deswegen würde ich mal sagen, vielleicht kommen wir noch kurz dazu, was denn bei uns auf den Kanälen und bei dir im Blog noch nächstes Jahr so alles passieren wird. Ja, was wird passieren? Also ich werde natürlich endlich mal meinen YouTube-Kanal mit Leben füllen, indem ich da hoffentlich in Bälde die ersten Folgen meines Let's Plays hochladen werde, was ja immer noch geheim ist. Du musst also gar nicht fragen, beziehungsweise du weißt es inzwischen, aber ich möchte noch nicht... du hast es ja erraten. Es könnte sein, dass du noch ein paar andere Projekte hast, die du vielleicht anreißen möchtest oder wo du weißt, dass die auf jeden Fall kommen werden.
Also ich habe auf jeden Fall eine ganze Liste mit ein paar sehr interessanten Indie-Games, die ich gerne spielen möchte. Rime steht zum Beispiel auch drauf. Das sieht einfach großartig aus. Das verspricht total spannend und atmosphärisch zu werden und ich liebe solche Spiele. Deswegen wird das auf jeden Fall einer von den Indie-Titeln sein, die bei mir auf dem Kanal dann auch erscheinen werden. Und wie sich mein Blog entwickelt, kann ich im Moment noch gar nicht so genau sagen. Ich möchte eigentlich gerne so damit weitermachen, wie ich auch angefangen habe. Ich möchte gerne regelmäßig schreiben. Ich möchte gerne sinnvoll schreiben. Es wird immer irgendwas mit Games zu tun haben, die bald erscheinen werden oder die ich für euch getestet habe. Vielleicht hat der Moscher da ja in Zukunft Lust, auch mal selber einen Artikel zu schreiben, dass man einfach sich noch so eine zweite Meinung einholt. Dass man quasi auch mal so ein Für und Wider hat, dass man so ein bisschen in so einen Dialog kommt, weil ich bin ja meistens... Ja, ich wollte gerade nämlich sagen, man könnte eigentlich mal zusammen so einen Artikel schreiben. Vor allem bei den Tests fühlt es sich einfach an, wenn man da zum zweiten ein Spiel angespielt hat. Denn dann wird auch die Wertung ein bisschen besser. Und je mehr da drin sind, desto genauer wird natürlich auch die Wertung. Ist ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, ich find's ganz sinnvoll, ein Freund von mir hat jetzt vor kurzem mal gesagt, ich würde alle Spiele immer so hochloben und durch den Klee loben und wie man so schön sagt. War ich das? Nee, das war es nicht du. Das wäre ja, glaube ich, auch mal gesagt. Es wäre möglich, dass du mir das auch mal gesagt hast, aber das kam jetzt tatsächlich noch von jemand anderem. Und das stimmt natürlich. Ja, das stimmt natürlich, aber das liegt vor allem daran, dass ich natürlich nur über die Spiele schreiben kann, über die ich auch ein bisschen Ahnung habe. Also von denen ich ein bisschen was weiß, die ich im besten Fall auch selber mal gespielt oder getestet habe. Sonst würde das Ganze keinen Sinn machen, darüber eine Kritik zu schreiben. Und die Spiele, die ich gespielt habe, haben mir tatsächlich natürlich auch in der Regel gut gefallen oder besonders gut gefallen. Ja, klar, das liegt daran, dass die auch so hohe Wertungen dann bei mir bekommen haben oder dass ich sie so gelobt habe. Das ist die Erklärung dafür. Es wird mit Sicherheit mal ein Spiel geben, was mir nicht so gut gefallen hat, wo ich mal ein bisschen was zu meckern habe. Auch in der Hinsicht hoffe ich, dass sich der Blog da noch ein bisschen entwickelt, dass das Ganze noch ein bisschen vielschichtiger wird, denn ich habe natürlich auch jetzt viel über Spiele, also viele Artikel handeln einfach von demselben Spiel. So, ich habe zum Beispiel ganz oft was zum neuen Assassin's Creed geschrieben. Ich habe jetzt schon mehrfach was zu... Ja, wozu habe ich denn noch mehrfach was geschrieben? Ich habe zu Last Man Standing geschrieben, ich habe zu GTA Online geschrieben, ich habe zu Tomb Raider mehrmals geschrieben, also einfach Spiele, die mir besonders gut gefallen haben dieses Jahr, die haben in meinem Blog auch immer einen Artikel bekommen und ja, ich hoffe einfach, dass das so weitergehen wird und dass ich vielleicht noch ein paar mehr Leser finde. Ja, aber hoffentlich, wenn wir schon mal von gemeinsamen Projekten sprechen, da haben wir natürlich auch etwas abseits von den Let's Plays noch so ein bisschen... was natürlich auch Videotechnik drin sein soll, noch ein bisschen Gedanken gehabt. Zum Beispiel haben wir uns gedacht, zu manchen Artikeln, die jetzt schon erschienen sind oder die noch kommen werden, zu so Spezialthemen, wie zum Beispiel die kleinen Dinge in Spielen, dass wir doch mal ein Video zu machen möchten. Ja, ganz genau. Um das Ganze auch so ein bisschen mit Bildern zu unterfüttern, dass man nicht nur die Texte zum Lesen hat, denn es gibt immer Leute, die nicht so gerne lesen, die lieber was in Videoform hätten. Und es wäre total spannend, wenn man da vielleicht auch mal ein Review in Videoform machen könnte, den man dann halt eben vertont, wie wir das in einem Let's Play auch machen. Wäre eine Möglichkeit. Genau, wobei man da natürlich sagen muss, so Videos, die brauchen natürlich unglaublich viel Zeit. Das ist schon ein bisschen mehr als einfach nur so wie jetzt rumfahren und rumlabern. Da muss man schon ein bisschen was zusammenschnibbeln. Das ist ein großer Aufwand, das stimmt. Genau, das ist halt ein unglaublich großer Aufwand. Deswegen werden wir das nicht so häufig machen können. Also wir werden das jetzt nicht im Tages- und Wochenrhythmus machen können. Aber so ein, zwei, dreimal im Jahr vielleicht oder im Vierteljahr mal gucken. Ja, genau. Also ich mag da auch nicht so viel versprechen. Die Idee haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, wir hätten auch beide sehr viel Spaß dran. Aber die Regelmäßigkeit da reinzukriegen ist schwierig, wenn man halt nebenbei noch berufstätig ist und Let's Plays macht und Artikel schreibt. Dann wird es einfach nicht möglich sein, da irgendwie, weiß ich nicht, jeden Monat so ein Review rauszuhauen. Man muss so ein Spiel ja auch erstmal eine Weile spielen, um was darüber sagen zu können. Genau, und ich habe jetzt auch, ihr habt es bestimmt gemerkt, auch eine wahnsinnige Anzahl von Projekten, die nebenbei laufen oder gleichzeitig laufen. Ich glaub, mittlerweile sind es 5 Stück, wenn Zelda-Watt läuft. Wenn ich das fertig aufgenommen habe, dann sind da schon 6 Dinger, die da irgendwie nebenbei laufen und da muss man auch irgendwie Zeit für haben. Es geht im Moment auch nur, weil ich so viele Videos von GTA 5 schon aufgenommen habe. Dass es auch ganz gut packt oder passt. Ich meine, es spricht ja schon allein dafür, dass du hast vorhin gesagt, du bist jetzt seit einem guten Vierteljahr dabei, dass du Videos hochlädst. Du hast aber auch tatsächlich schon über 400 Videos auf deinem Kanal. Ja, die 500 sind bald da. Die 500 sind bald geknackt, genau. Also du warst einfach unglaublich fleißig und hast da schon ganz viel produziert.
Genau, das werden so auch noch viel, so viel wird es bei mir, wenn es dann losgeht, erstmal gar nicht geben. Das muss ich an der Stelle einfach schon, muss ich schon so ehrlich sein und das sagen, dass ich das gar nicht schaffen werde, so ein großes Pensum. Ich denke, es ist realistisch zu sagen, dass ich ein Let's Play alleine laufen lassen werde und hochlade und dass halt gleichzeitig ein Let's Play Together mit dir am Start ist. Ich denke, zwei Projekte sind realistisch, wenn es dann endlich mal losgeht. Genau, der Moscher Zock ist in GTA Online 10 Minuten lang unfallfrei gefahren. Deine Bestzeit. Hä? Kann ich das mal lesen? Hallo? Ich habe mich gerade aufbekommen. Das ist ja schwierig, wenn da nicht sowas gibt, wo man gegenfahren kann. Ja, das stimmt. Ich hätte das gern gelesen, aber leider geht's nicht. Habe ich auch bekommen. 200 Erfahrungspunkte dafür. Dann würde ich sagen, kann ich direkt mal zu meinen Projekten loslegen, die ich da so im Hinterkopf habe. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich wollte eigentlich so ein bisschen mehr in die Rollenspiele-Ecke reingehen. Nur gab es da so viel noch gar nicht dieses Jahr. Und halt. Deswegen habe ich mal halt alte Projekte oder alte Spiele angefangen, zum Beispiel Dark Souls, was als erstes Projekt vielleicht nicht so die beste Wahl war, weil es halt wirklich bockschwer ist. Und das Resultat ist auch nicht unbedingt das, was ich gerne hätte. Deswegen bin ich am Überlegen, ob irgendwann im Laufe des nächsten Jahres der erste Teil nochmal kommen wird. Aber neben dem ersten natürlich auch der zweite, worauf ich mich sehr drauf freue. Ich weiß noch nicht, wann die PC-Version kommt. Wenn die wirklich erst viel später als die PlayStation 3-Version kommt, wird es auch wahrscheinlich dann eher die PlayStation 3-Version bei mir werden, weil ich so viel Bock drauf habe. Mhm. Und dann, wie gesagt, wird bei mir die komplette Witcher-Reihe bald kommen. Dragon Age Origins wird da sein. Wenn der dritte Teil toll ist, wird auch der dritte Teil kommen. South Park, habe ich schon gesagt, wird kommen, damit auch mal was Lustiges dabei ist. Watch Dogs wollte ich eigentlich dieses Jahr schon machen. Wird auch kommen. Ist zwar kein Rollenspiel, aber ist ja egal. Muss ich ja nicht auf einen Genre festbeißen. Das wird auf jeden Fall kommen. Was habe ich noch gesagt? Pillars of Eternity würde ich mir anschauen, das Kickstarter-Spiel. Diablo 3 werden wir zwei uns natürlich anschauen, das Add-on. Ganz genau. Da wird natürlich auch die normale Geschichte kommen, also die ersten vier Kapitel, nicht nur das fünfte Kapitel wird kommen. Mirror's Edge 2 kommt übrigens noch. Oh ja, allerdings. Ich kann's vergessen. Was werden wir uns noch anschauen? Vielleicht die ersten beiden Batman-Spiele, die habe ich immer noch nicht gespielt. Das soll übrigens am 31. Nur mal kurz am Info, also quasi, wenn ihr das seht, heute neue Infos zu einem kommenden Spiel kommen. Vielleicht ein kommendes Spiel, vielleicht DST, vielleicht irgendwas anderes. Mal schauen. The Evil Within habe ich mir vorgestellt. Castlevania Lord of the Shadows 2. Deswegen auch der erste Teil jetzt schon. Also jede Menge wird da kommen. Jede Menge Spiele. Auch Tides of Numenera möchte ich mir anschauen. Broken Edge möchte ich mir anschauen. Also es wird auf jeden Fall nicht langweilig, würde ich sagen. Eine ganze Menge. Die Liste ist eigentlich endlos, weil genau, es werden noch ständig auch wieder neue tolle Spiele angekündigt, die uns beide interessieren. Und es sind alte Spiele dabei. Die Uncharted-Reihe möchte ich unbedingt noch spielen. Die oh ja, da wird ja auch ein vierter Teil kommen für die PlayStation 4. Ja. Ich bin genau, sehr gespannt, was Naughty Dog da wieder zaubern wird. Und ein großartiges neues Spiel haben wir eben total vergessen, nämlich Metal Gear Solid 5. Aufgeteilt in zwei Teile. Big Boss wird zurückkommen. Da freue ich mich riesig drauf. Ich hoffe, und es ist auch gesagt, dass nicht so viele Videos drin, also nicht viele lange Zwischensequenzen drin sein werden. Deswegen werde ich mir auch den fünften Teil antun und den vierten werde ich wahrscheinlich niemals Let's Playen, weil es einfach unmöglich ist, da eine 3 Stunden lange Zwischensequenz irgendwie in einem Video ranzupacken. Das geht einfach nicht. Ja, es ist einfach, ich weiß nicht, wie man so ein Spiel machen kann. Also was man sich dabei denkt, dass man einfach zwischendurch quasi wirklich mal 1,5 Stunden das Gameplay hinlegen kann und nur Videosequenzen hat. Weil man natürlich sagen muss, diesen waren extrem geil gemacht. Das Spiel hat super viel Spaß gemacht. Das stimmt natürlich, ja. Das war der Grund dafür, auch da sind Stimmen laut geworden, die gesagt haben, interaktiver Film und man kann da gar nicht so viel machen. Es ist immer Geschmackssache, ne? Das ist vom Spiel abhängig, wenn es dem Spiel. Genau, erste Kapitel war lang und konnte man viel spielen. Zweite Kapitel konnte man viel spielen. Ja. Also man konnte schon viel spielen. Es ist halt immer vom Spiel abhängig, ne? Wenn es halt dennoch trotzdem eine gute und packende Geschichte erzählt, kann man das auch mal machen, dass man sich sowas mal eine Stunde lang anguckt. Aber ich finde es in der Regel eher kontraproduktiv. Genau, also mir wird es auch noch ein paar alte Retro-Spiele, die wird natürlich auch weiterlaufen bei mir. Im Moment läuft dann, oder wird bald wieder richtig regelmäßig laufen, Legend of Zelda A Link to the Past, der quasi Nachfolge in 3D, Ocarina of Time, wird kommen. Dann wird noch kommen. Was habe ich noch vor? Gothic 1, Gothic 2. Ah, gut. Gothic 1, Gothic 2 wird noch kommen.
Stimmt, das hatten wir auch in irgendeinem Let's Play, haben wir da schon mal drüber gesprochen, dass du das gerne mal spielen würdest. Gefolgt von Risen 1 und Piraten-Action Risen 2 natürlich auch. Ja. Ich bin überlegen, ob ich vielleicht auch mal ein Baldur's Gate-Teil anfangen soll. Allerdings weiß ich das noch nicht, denn sie sind schon bockschwer. Und wenn man alles zeigen will, geht nicht so ohne weiteres. Was hatte ich denn? Dir ist klar, dass du das tatsächlich jetzt auch alles bringen musst, was du hier im Video versprichst, ne? Baldur's Gate habe ich gerade nicht versprochen. Nee, aber allgemein, du hast natürlich ganz viel versprochen. Ja, ist natürlich die Frage, wann es kommt. Ist auch die Frage, ob es dieses Jahr noch, also beziehungsweise 2014 kommt oder vielleicht auch erst 2015. Mal schauen, aber die Planung ist da. Und ich habe wahnsinnig Bock, auch auf alte Spiele mal zu zeigen, denn es gibt da so viele coole Perlen. In Gothic gibt es so viel zu entdecken. Oh ja. Was auch vielleicht nicht jeder weiß. Und es gibt auch so viele andere Spiele. Gothic habe ich auch gesuchtet. Wie so viele Stunden reingesteckt. Ja. Ich und den Risen natürlich auch. Den dritten Teil will ich nicht spielen, den vierten werde ich auch nicht spielen. So viel soll ich schon mal verraten. Also den dritten Teil kann man zwar spielen mittlerweile, aber das erste Gebiet ist toll, danach wird es immer langweiliger, finde ich zumindest. Das zweite, also die Wüste ist noch ein bisschen interessant, weil es da wieder zwei Lager gibt, aber es war halt viel geplant, aber Jovut hat die Zeit da einfach gestrichen. Und Jovut ist nicht umsonst pleite gegangen. Das ist auch mal so. Ja. Das ist zwar böse, aber muss ich leider sagen. Ja gut, und über Arcania muss man gar nicht sprechen. Das ist an sich kein schlechtes Spiel, aber es ist einfach kein Gothic mehr. Und es passt nicht in diese Reihe, selbst wenn da Charaktere auftauchen, die man aus Gothic kennt und die man liebgewonnen hat. Die wollen da irgendwie nicht so richtig reinpassen. Es wird keine vernünftige Handlung erzählt. Es ist nicht spannend. Die Dialogoptionen sind minimal und selbst Entscheidungen, die man da trifft, sind einfach nur so winzig und laufen auf selbe hinaus. Das ist einfach. Ja. Es hat mit Gothic einfach nichts mehr zu tun. Für mich außer, dass es denselben Namen trägt, ganz klein im Untertitel. Für mich ist das offizielle Gothic 3 bzw. Gothic 4, wenn man den dritten Teil noch als vorbildliches Spiel zählen möchte, einfach Risen. Das ist einfach so. Ja, Risen ist einfach ein ganz toller Nachfolger, der den Gothic-Flair wieder sehr schön einfängt. Und auch Risen 2 mit dem Piraten-Setting, wo ich zuerst ein bisschen skeptisch war, hat das Ganze sehr schön gemacht und hat ganz viel Spaß gemacht. Durch diese eher geschlossenere Art doch ein bisschen einfacher ist als die anderen Spiele, weil man sich halt auf einer Seite offen ist, aber die Areale dann doch recht klein sind und man irgendwie auch schaffen muss, dass man, wenn man sich frei entscheidet, wo man hin zuerst hinfahren möchte, muss man irgendwie auch da irgendwie sicher gehen, dass man das auch schafft. Und deswegen sind die halt ist das Spiel halt nicht so schwer, wie man sich vielleicht gewünscht hat. Ja gut, das ist die Spielwelt öffnet sich ja noch so ein bisschen. Nachdem man die ersten, weiß ich nicht, 2-3 Stunden so ein bisschen eingeschränkter ist und man dann irgendwie nachher ein bisschen auf den Inseln reisen kann, wird das Ganze ja ein bisschen offener. Und aber du hast natürlich recht, wenn du sagst, bei Gothic war das noch ein bisschen anders. Wenn man da nicht aufgepasst hat, dann ist man einfach mal in den Wald gelaufen und da waren irgendwelche übermächtigen Orks, die einen platt gemacht haben. Genau, das ist halt leider so. Weil man sagen muss, natürlich auch die Gothic-Spiele an sich, die waren am Anfang halt richtig bockschwer. Das stimmt. Und sie wurden halt mit den Rüstungen, die man bekommt. Was war das jetzt? Mit den Rüstungen, die man bekommt, immer einfacher. Weil man halt einfach mehr aushält und eine stärkere Waffe hat, wird es halt einfacher. Das war das Beste an Gothic, wenn man dann endlich endlich sich erspielt hat, eine dickere Rüstung tragen zu dürfen. Das war einfach das Hochgefühl. Ja, und die sahen auch teilweise richtig toll aus, muss man sagen. Das sind nicht die typischen Rüstungen, außer vielleicht die Paladin-Rüstung. Ansonsten ist es eigentlich tatsächlich total untypische Rüstung. Vor allem im ersten Teil, die sahen schon richtig zusammengeschustert aus. Das passte wirklich cool zum Flair. Auch wenn einem doch nicht so viele in der Gefängnis aus dem Maul gegeben haben, wie man gesagt hat. Dafür gibt es auch eine tolle Mod, die man sich runterladen kann, die werde ich wahrscheinlich auch drauf installieren und dann werden wir schauen, was gibt es denn da so Neues. Bin ich sehr gespannt drauf. Freue ich mich richtig drauf. Und es wird auch noch andere Retro-Spiele geben, wie zum Beispiel Okami habe ich mir noch vorgenommen, habe ich mir auch schon gekauft und mal schauen, was sonst noch alles kommt. Final Fantasy 8 übrigens habe ich auch im Plan und ich möchte da auch ein paar Gäste vielleicht ab und zu mal einladen. Bei den Retro-Spielen biete ich das an, dass man halt für ein, zwei Folgen dann mal einen Gast dabei hat, der vielleicht auch mit ein bisschen in Vergangenheit mit mir schwelgt. Ja. Zum Beispiel werde ich dich wahrscheinlich bei irgendeinem Spiel mal einladen. Ich werde auch noch ein paar andere vielleicht mal einladen können. Mal schauen, ja, wie gerne. Das dann so wird. Ja, freue mich auch schon drauf. Und ihr seid natürlich auch immer eingeladen, in die Kommentare zu schreiben, wie immer. Und auch natürlich zu dieser Folge. Denn was waren eure Highlights? Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Was wünscht ihr euch für 2014? Und wir sind wieder am Strand. Wie soll es auch anders sein?
Ja, ich finde es ganz gut, dass wir jetzt gerade hier am Pier sind. Was einer meiner Vorschläge war für diese Silvesterfolge, aber ich glaube, dass wir ein bisschen rumgefahren sind, war doch ganz angenehm. Aber ich finde es schön, dass wir jetzt zum Ende. Nein, Gegenangriff will ich nicht. Dann fahr ein bisschen weiter. Also was müssen wir jetzt kurz umhauen, damit wir mal hinten ans andere Ende des Piers kommen? Oder das ziemlich überfahren? Ja. Dann fahr ich einfach mal so durch. Ich hoffe, die sehen uns jetzt nicht. Dann läuft er weg. Feuerwerk! Ach, du bist jetzt ein bisschen rumballern? Okay. Na dann, zum Abschluss noch ein bisschen ballern. Ja, wo sind die denn? Ich sehe nur dich hier. Ja, wir müssen, glaube ich, gerade hier ein bisschen rumlaufen, um den Angriff zu aktivieren. Ich wollte nämlich eigentlich zum anderen Ende des Piers laufen. Ja. Beziehungsweise fahren eigentlich sogar, aber unser Motorrad haben wir jetzt stehen lassen. Dann vor allen Dingen ist hier keiner, der uns was Böses will, dann können wir einfach so vielleicht zum Pier laufen. Ja, dann laufen wir einfach mal so zu Pier, ein bisschen gemütlich. Und genießen hier den schönen Ausblick aufs Meer. Ja, genau, ich wollte eigentlich zum Ende laufen. Also zum Ende da hinten. Ach so, ja, ich komme mit. Da hast du noch dieses Häuschen da waren wir, glaube ich, auch noch nie. Ja, dann zeigen wir das doch nochmal kurz. Auf jeden Fall würde uns interessieren, was für euch die Highlights 2013 waren, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist und worauf ihr euch im nächsten Jahr freut oder was ihr euch vorgenommen habt. Allgemein, was hältst du so von Vorsätzen nehmen fürs neue Jahr? Machst du sowas oder findest du das? Ich mache sowas eigentlich überhaupt nicht. Okay. Weil ich ganz genau weiß, die meisten tut man eh nicht einhalten. Ja, okay, das stimmt. Ich könnte mir höchstens vornehmen, noch mehr zu spielen. Aber auch das schaffe ich nicht. Ja, also ich ertappe mich doch immer mal wieder dabei, dass ich mir dann doch Sachen fürs nächste Jahr vornehme. Ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlecht und ganz hilfreich, dass man so ein bisschen mit dem alten Jahr abschließt, dass man sich für das neue Jahr ein paar Ziele setzt. Ich denke, das kann nicht schaden. Schaden kann es nicht, aber wie gesagt, ich habe es halt irgendwann mal aufgehört, aufgegeben. Weil ich weiß ganz genau, die meisten tun wir eh nicht einhalten. Deswegen lasse ich es eigentlich mal meistens sein. Also es gibt tatsächlich ein paar wenige Vorsätze, die ich mir für 2013 genommen habe, die ich dann tatsächlich fast durchgehend auch so geschafft habe, umzusetzen und einzuhalten. Ich hoffe einfach, dass das 2014 auch klappen wird. Ja, bin ich sehr gespannt. Nein! Ah, geh weg! Boah. So. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich die Mülleimer hier umhauen kann. Geht aber nicht. Nee, geht nicht. So. Ja. Genau. Schreibt uns doch, was ihr für Vorsätze habt, wenn ihr das mögt. Wie war euer Jahr 2013? Was erhofft ihr euch für das Jahr 2014? Was erhofft ihr uns von uns? Habt ihr Kritik? Habt ihr Wünsche? Sollen wir irgendwas Besonderes machen? Sollen wir vielleicht ein Spiel zeigen? Ich hoffe natürlich auch, dass GTA Online noch ein bisschen weiterläuft. Ja, also ich denke, wir haben ja eine Menge Spaß hier dran. Genau, und es soll ja noch einiges kommen, wie zum Beispiel endlich die Überfälle, auf die wir schon sehnsüchtig warten. Oh ja, da müssen wir einfach noch ein bisschen Zeit totschlagen. Ja. Die wir natürlich versuchen, sinnvoll zu füllen, bis wir dann endlich hier die Überfälle machen können. Genau, da freuen wir uns natürlich riesig drauf. Ich freue mich natürlich auch noch mehr von euch begrüßen zu dürfen. Jetzt kann ich hier, warte mal gerade, irgendwie muss das doch gehen. Was hast du vor? Ich möchte winken und dann einen Screenshot machen, denn das wird auch ein cooles Thumbnail. Jetzt schleiche ich. Nein, nicht schleiche. Oh, wir haben aber vorhin schon ein paar coole Bilder gemacht, auf jeden Fall. Ja, aber man weiß ja nie, vielleicht ist noch ein cooles dabei. Nee, das klappt ja nicht, das kann ich nicht. Da klappt selbst der Dark Souls Affengriff nicht, mit dem man gleich im Menü rumspielt und läuft und sich umguckt und sonstige Sachen macht. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, 2013 ist damit für uns und für euch abgeschlossen. Es beginnt ein neues Kapitel. Wo ist die? Nein, ich wollte gerade noch weglaufen. Da war das Silvesterfeuerwerk. Warum hat er die jetzt nicht aufs Meer draufgeworfen? Was war denn das jetzt? Ich wollte die eigentlich ins Wasser werfen. Das tut mir sehr, sehr, sehr leid. Sehr, sehr leid? Ja. Das tut mir so leid wie das Abenteuer der Kirche. Warte mal, wenn ich auch noch eine Granate habe, dann mache ich auch noch ein Feuerwerk. Aber ich glaube, ich habe gar nichts mehr. Ist ja blöd. Ich muss alleine Feuerwerk hier machen. Musst du alleine noch ein bisschen Feuerwerk machen? Hui, Wasserfontäne. Ja, wunderbar. Ja, was ich gerade versucht habe zu sagen, dieses Jahr geht zu Ende, ein neues beginnt. Ich hoffe,
ihr kommt alle gut in das neue Jahr. Ja, ich hoffe, ihr habt ein paar Wünsche und Vorsätze, trinkt die ihr umsetzen könnt. Heute. Oder das sah bei mir gerade so aus, als wärst du ins Wasser gesprungen. Nein, Quatsch. Habt heute Spaß. Kommt ganz, ganz gut ins neue Jahr. Viel Spaß, alle, die erst nächstes Jahr zuschauen oder 2014 zuschauen. Fröhliches neues Jahr, allen anderen einen guten Rutsch, einen rockigen Rutsch, einen gelbigen Rutsch, einen was auch immer Rutsch und ja, wir sagen... Ich schließe mich dem absolut an. Kommt gut ins neue Jahr und mögen ein paar Wünsche in Erfüllung gehen für das neue. Macht's gut, wir sehen uns wieder, dann aber 2014. Genau, 2014 mit vielen neuen Projekten, mit vielen alten Projekten, die ja noch zu Ende geführt werden müssen. Hat der eine Plauze? Ein bisschen, ne? Sehe ich jetzt gerade nicht so, aber... Trotz viel Ausdauer habe ich eine Plauze. Toll. Na, so viel dazu. Also vornehmen für meinen Charakter für nächstes Jahr. Weniger essen, mehr laufen, mehr ballern und Explosionen. Und... Boah, wie geil ist das denn? Hier ist ein Pier unter Wasser. Hey, ernsthaft? Ja. Pier. Ja, ich hab den noch nie gesehen. Ach nee, das ist ein Rohr. Ich ertrinke gleich, ich muss wieder nach oben. Das ist ein Rohr, es tut mir leid, es ist ein Rohr. Ja, es sah aber echt aus, ich wäre auch fast drauf reingefallen. Na komm, schwimm schon, ich lebe. Ja, trinke. Mein dritter Ertrinkungstod. Ja, so wollen wir natürlich nicht die Folge beenden mit einem Tod. Nicht? Nein. Dann halten die zwei endlich die Klappe. Zumindest nicht mit beidem. Nein, also wie gesagt, wir hoffen, ihr kommt alle gut ins nächste Jahr. Ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem Video, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unseren Videos. Ich hoffe, ihr habt jetzt nicht die ganzen 5 Stunden durchgeguckt. Ihr solltet ja auch noch ein bisschen Silvester feiern. Ja, vielleicht teilen wir das ja so gut, dass genau jetzt die Korken knallen oder das nächste Jahr eingeleitet wird, aber ich glaube nicht daran. Nee, das will natürlich... Genau, ja, Prost, nicht zu viel trinken, ne? Ihr kennt das ja, keine Macht den Drogen und so. Das wäre natürlich was Cooles gewesen, was wir gerne gemacht hätten, nämlich einen kleinen Silvester-Stream, aber dafür sind wir halt einfach noch viel, viel zu klein. Vielleicht, wenn wir nächstes Jahr Glück haben und viele da sind, die uns zuschauen würden, würden wir auch sowas machen, aber mal gucken, ob das... Wäre eine sehr schöne Sache, ja. Aber dann müssen wir einfach schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Das wäre vielleicht ein Vorsatz fürs nächste Jahr, dass wir mal versuchen, auch einen Stream auf die Beine zu stellen. Aber wie gesagt, dafür müssen dann auch einfach mehr Zuschauer dabei sein, denn für keine Zuschauer so viel Arbeit machen, ist auch irgendwie doof. Ja, also für 3 oder 4 Leute, die dann zuschauen, ist der Aufwand dann doch ein bisschen zu groß. Da bräuchten wir dann doch eine kleine Fanbase, die da regelmäßig vorbeischaut. Wobei natürlich GTA Online dafür ein total tolles Spiel wäre. Ja, das stimmt allerdings. Denn da könnten 16 und einfach mit uns hier rumlaufen und Spaß haben. Und die anderen, ja, gibt natürlich immer Kommentarfunktionen. Dann könnt ihr mal direkt mit uns schreiben und sprechen, aber leider, wie gesagt, im Moment geht das noch nicht, aber Nachrichten an uns ist natürlich immer gerne gesehen. Private Nachrichten, ihr könnt uns auch so schreiben. Über Google Plus soll das ja auch kein Problem sein, denn jeder YouTube-Account braucht ja jetzt Google Plus. Und ansonsten sind wir auch über Twitter oder private Nachrichten, genau, auf YouTube. Facebook ist auch noch da, Twitter ist da, alles ganz genau möglich. Und wenn ihr uns erreichen wollt, dann schafft ihr das auch. Genau, ich denke mal, bei uns in den normalen Kanalseiten, da sieht man auch immer die Links dorthin, wie das halt so üblich ist. Auch zu Charlies Blog ist da ein Link. Ganz da genau. Da findet ihr alles, was ihr, oder was das Herz begehrt. Auch hier am Ende des Videos werden die Links wieder eingeblendet, wie das letzte Mal. Und ja. Ja, ich traue mich gar nicht mehr viel zu sagen. Wir haben jetzt so lange durchgequatscht. Genau, ich ja, denke, so fast genau 2 Stunden. Wow. Das hätte ich nicht erwartet. Ich habe gedacht, wir kriegen nicht mal eine halbe Stunde voll. Habe ich ursprünglich auch gedacht. Und jetzt sind wir bei 2 Stunden da. Aber naja, wir hatten doch einiges zu sagen, denke ich. Und ja, ich glaube, wir waren irgendwie besser vorbereitet, als ich gedacht hätte. Denn wir haben uns ja beide ein paar Notizen gemacht. Auch wenn mir einige Namen fehlten, aber das ist bei mir eigentlich häufiger so, dass ich einfach mal so Namen vergesse. Das ist so eine kleine Schwäche von mir. Ich muss gleich mehr Nüsse essen. Aber mal schauen, warum fährt das Auto nicht auf der Fähre? Warte mal, ich gehe mal gerade weg von dem, dann schieße ich auf den. Der ist doch schon Fahrer drüber. Der ist doch schon tot. So, ich steig mal bei dir ein. Die haben übrigens die Cops. Ich weiß.
So, jetzt haben wir. Oh, Sibbe möchte dieses Auto. Gut, dann haben wir noch was auf diesem Video, was zu tun. Ihr hoffentlich auch. Ihr geht hoffentlich schön feiern heute. Ja, das hoffe ich auch. Trinkt nicht zu viel. In diesem Sinne, ich hoffe, bis zum wir sehen uns Jahr 2014 wieder. Zahlreich. Bis dahin. Euer Moscha. Und der Schadi sagt nichts mehr. Tschüss, macht's gut. Tschüss, ciao, ciao. Ich kann ja nicht winken. Warte mal, ich kann auch winken machen. Moment, Moment, Moment. Ich winke hier mal raus. Mein Gruß an euch ins nächste Jahr. Yeah! Fuck the police! Genau, fuck the police. Nein, bitte nicht in echt nachmachen. Natürlich, bis dahin. Natürlich nur in Game. Oh, ja, natürlich ciao, ciao. So, jetzt aber wirklich. Tschüss.